So, jetzt testen wir. Danke. Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 18. Berlin-Forums, bin ich zu laut? Genau richtig. Es hört sich hier laut an und es ist auch ein bisschen perfide. Man kann den Ständer nicht ruckeln. Da müssen sich alle Impulsgeber heute dran gewöhnen, dass sie entweder in der Hand das Mikrofon halten oder an einem festjustierten Ständer sich hinabbeugen. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 18. Berlin-Forums der Stiftung Zukunft Berlin, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte BezirksbürgermeisterInnen, sehr geehrte Bezirksstadträtin, liebe Gäste, fast genau vor einem Jahr haben wir uns hier im Roten Rathaus getroffen. Heute schließen wir thematisch an das damalige Treffen an, weil wir uns wieder der Verwaltungsreform widmen wollen. Der Abend ist in zwei Blöcke geteilt und befasst sich im ersten Teil mit dem Thema Visionen für Berlin, Visionen für die Stadt. Und ich bin sehr froh, dass wir heute wieder hier sein können. Wir hatten heute Morgen eine Veranstaltung, auf der wurde die Forderung laut, das Rote Rathaus soll ein Ort der Demokratie sein. Und das Berlin-Forum steht für die Demokratie und es passt sehr schön, dass wir dann heute auch hier sind. Da ging es um die Entwicklung der historischen Mitte. Und da sind wir ja nun mal und wir befinden uns hier und mit unserem Herzstück der Stiftungsarbeit, dem Berlin-Forum. An Frau Dr. Grundmann und Herrn Hartmut Bäumer ganz herzlichen Dank, die die Moderation für den heutigen Abend übernommen haben und Sie durch die zwei Themenblöcke führen werden. Und mit diesen Themen und diesem Format steht der Abend für den Anspruch der Stiftung, ein relevantes Forum für die innerstädtische Debatte über die üblichen soziokulturellen Grenzen hinaus zu sein. Und er steht für das Ziel der Stiftung, durch eigene Impulse die Entscheidungsprozesse voranzubringen. Was damit beginnt, Aufmerksamkeit für die Impulse zu generieren, und eine Resonanz für Sie in der Öffentlichkeit und bei den Entscheidungsträgerinnen zu erreichen. Und deswegen sind wir sehr froh, dass hier auch wieder Politik vertreten ist und natürlich auch Verwaltung. Also Berlin zeigt sich offen für diesen einzigartigen Ansatz. Wenn wir im politischen Raum dann zum Agenda-Setting beitragen können und inhaltliche Akzeptanz erreichen, dann ist viel zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Demokratie erreicht. Denn das braucht unsere Demokratie ganz dringend. Hier treffen sich heute engagierte Berlinerinnen und Berliner um gewachsene Erfahrung und Kompetenz aus der Bürgergesellschaft im Dialog untereinander sowie mit Politik und Verwaltung nutzbar zu machen. Und Sie sehen, das Berlin-Forum setzt auf Menschen mit gewachsener Erfahrung, mit Verankerung und mit Kompetenz. Wir sind auf dieses einzigartige Demokratieexperiment sehr stolz. Und Sie wissen, so ein Engagement braucht auch Planungssicherheit und es braucht sehr engagierte Mitstreiterinnen. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch einmal ganz herzlichen Dank an Frau Sabot sagen, die aus der Geschäftsstelle seit Jahren mit viel Fingerspitzengefühl dieses Berlin-Forum betreut und begleitet. Dankeschön, Frau Sabot. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, verehrte Abgeordnete, dieses Demokratieexperiment braucht Planungssicherheit und deswegen auch an Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie uns seit Jahren unterstützen. Und ich möchte das auch explizit an die Senatskanzlei richten, den Dank an das Referat von Herrn Walter und natürlich an den Staatssekretär. Jetzt, Herr Staatssekretär Friederizzi, haben Sie dieses großartige Demokratieprojekt bei sich. Dankeschön, dass Sie uns unterstützen, denn das Referat ist von der Senatskanzlei
zur Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt herübergewandert. Und der Name macht uns Hoffnung, gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und deswegen gebe ich jetzt an Sie und schönen Dank, dass Sie gekommen sind. Ist noch frisch. Dankeschön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Stoffers, liebe Frau Bezirksbürgermeisterin Remlinger, meine lieben Stadträtinnen und Stadträte, Abgeordnete, Bezirksverordnete, würdevolle Vertreter des öffentlichen Raums, aber auch liebe Frau Barbara John, ich habe Sie gerade auch da hinten entdeckt. Liebe Mitglieder des Berlin-Forums, meine sehr verehrten Damen und Herren, danke für die warmen Worte, liebe Frau Stoffers. Und das ehrt mich sehr und es war sicherlich auch nicht einfach. Und die Koalition, die sich hier gebildet hat, hat einen bewussten Anspruch gesetzt, das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt bewusst in den Namen einer Senatsverwaltung zu geben und damit gleichrangig mit Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Finanzen, ist ja auch für uns wichtig, zu setzen, um auch ein klares Statement zu setzen, dass wir hier nicht nur Nachholbedarf haben, sondern auch als Modellstadt für ganz Deutschland wirken können. Das ist nämlich auch unser Anspruch. Wir sind die Bundeshauptstadt. Wir geben die Leitbilder vor für das Zusammenleben der Menschen. Und das ist eben nicht nur hier in Berlin so, sondern für ganz Deutschland gedacht. Ich freue mich außerordentlich, dass ich als neuer Staatssekretär für diesen Geschäftsbereich Ihnen auch heute die Grüße des regierenden Bürgermeisters Kai Wegner überbringen darf, der ja hier im Gebäude der Hausherr ist. Wir kommen heute zusammen, um etwas zu besprechen, das uns alle bewegt. Egal, in welcher Funktion wir hier sind, die Grüße habe ich übermittelt. Deswegen, jeder, der hier diskutiert, ist herzlich willkommen und wichtig für unsere Stadt. Die Zukunftsthemen unserer Stadt und unserer Gesellschaft liegen uns alle am Herzen. Als engagierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Berlin-Forums setzen Sie sich mit großem Einsatz für bürgerschaftliche Mitverantwortung ein. Ihre Anwesenheit und Ihr Engagement zeigen Sie deutlich, dass Ihnen die Gestaltung unserer Stadt und die Bewältigung von Herausforderungen der Menschen sehr am Herzen liegen. Ihre wertvolle Rolle in einer starken Zivilgesellschaft möchte ich explizit hervorheben. Wenn es uns gelingen kann, eine Kultur des Zusammenwirkens innerhalb der Zivilgesellschaft, aber auch zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Politik und Verwaltung zu erschaffen, dann nur über den direkten Austausch miteinander, wie er zum Beispiel auch hier heute dank Ihrer aller Mitwirkung ermöglicht wird. Die Zivilgesellschaft spielt eine unverzichtbare Rolle in verschiedenen Bereichen der Stadtentwicklung, ob im Alltag, in Kultur und Sport, im medizinischen Bereich, bei der Digitalisierung oder bei der Bewältigung großer Herausforderungen wie der Aufnahme und der Integration geflüchteter Menschen. Eine aktive Zivilgesellschaft kann die Gesellschaft mitgestalten, wie es Politik und Verwaltung alleine nicht möglich ist. Sei es die persönliche, auf individueller Hilfsbereitschaft und Verbundenheit fußende Begleitung von Neuankömmlingen, neuankommenden Menschen in unserer Stadt und Menschen, die Hilfe brauchen, die Unterstützung beim Spracherwerb oder das Mobilisieren von Ressourcen aus der Gesellschaft. Die Zivilgesellschaft stellt ein unverzichtbares Pendant zu staatlichem Handeln dar. Und in vielen Aspekten ist sie noch mehr als das. Die Stimmung in der Zivilgesellschaft setzt den Ton für die Diskurse innerhalb unserer Gesellschaft. Um diese Diskurse konstruktiv zu führen, ist der organisierte Austausch untereinander sowie die Begegnung zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen unbedingte Gelingensbedingung. Ein herausragendes Beispiel für eine Plattform, die den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Bereichen der Stadtgesellschaft fördert, ist das Berlin-Forum,
das von der Stiftung Zukunft Berlin gemeinsam mit einem breiten Kreis von weiteren Initiatorinnen und Initiatoren geschaffen wurde. Es bietet einen Ort, an dem Menschen zusammenkommen, um gemeinsam an Themen zu arbeiten und den Dialog mit Politik und Verwaltung zu suchen. Die Verwaltung signalisiert heute einmal mehr ihre Unterstützung für diesen Dialog und bekennt sich zur Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in verschiedenen Bereichen der Stadtentwicklung. Ich bin sehr zuversichtlich, dass auch das heutige Berlin-Forum wieder zu einem fruchtbaren Austausch führen wird und von uns allen neue Impulse und Ideen liefert, um gemeinsam auf Lösungsfindung für die großen Herausforderungen uns zu geben. Vielen Dank für Ihr Erscheinen und ich wünsche Ihnen allen eine inspirierende und erkenntnisreiche Veranstaltung und einen schönen Abend hier. Ja, ich würde jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen und die Inputgeber, die auf der Tagesordnung stehen, bitte nach vorne zu gehen, damit wir dann auch für das Publikum gut sichtbar miteinander diskutieren können. Fehlt jetzt noch, setzen Sie sich doch einfach, wo Sie mögen. Ich sitze nicht hier vorne, ich mache nur den Input. Wo ist denn der Raum? Ich würde euch sagen, ich lade jetzt aber erstmal ein, Sie sind noch nicht dran. Gleich. Setzen Sie sich doch hin. Kommt der hier? Das ist ja schlecht. So. Fangen wir gleich mit einer kleinen Irritation an, nicht dem Brillenwechsel, sondern der Tatsache, dass ein Mitdiskutant noch nicht erschienen ist. Aber das kann sich ja im Laufe der Zeit noch ändern. Ja, Sie haben es ja der Tagesordnung entnommen. Mein Name ist Birgit Grundmann und ich bin eine der vielen Ehrenamtlichen, die sich in den zahlreichen Initiativen der Stiftung engagieren. Die Frage, warum tue ich das eigentlich, passt eigentlich ganz hervorragend zu unserem heutigen Thema Visionen für Berlin. Es ist nämlich der Glaube an die Kraft und die Kompetenz der Zivilgesellschaft, Mitverantwortung zu tragen und diese Stadt gemeinsam mit der Politik, damit meine ich Legislative und Exekutive natürlich, aktiv mitzugestalten. Und das nicht nur hier und heute in konkreten Projekten, sondern auch perspektivisch. Und ich freue mich deshalb auf die Diskussion heute dazu und darauf, diese Diskussion hier moderieren zu dürfen, hier im Herzen der Stadt und hier an einem Ort der Exekutive, wo wir nun schon zum zweiten Mal das Berlin-Forum veranstalten können. Und das Berlin-Forum als ein Ort des Austauschs zwischen Zivilgesellschaft und Politik auf Augenhöhe ist schon etwas ganz anderes als eine klassische Verbandsanhörung, wie sie ja typischerweise in diesen Räumen stattfinden wird. Ich würde ganz kurz zum Ablauf etwas sagen und dann meine Mitdiskutanten hier vorstellen. Den ersten Input gibt Herr Dr. Meng hier zu meiner Rechten. Er ist aus dem Vorstand der Stiftung und wird zu der Frage uns etwas sagen, warum Berlin Visionen braucht und das Ganze basierend auf einem Diskussionspapier, das in einer Arbeitsgemeinschaft der Stiftung erarbeitet worden ist. Also ein echter Impuls. Dann folgen 4, im Moment nur 3, weitere Inputs aus ganz unterschiedlichen Perspektiven der Stadtgesellschaft, ganz entsprechend dem Credo der Stiftung Zukunft Berlin. Und unsere Inputgeber darf ich ganz kurz vorstellen. Dort zu meiner Linken, von Ihnen also rechts, Herr Daniel Girl, er ist Geschäftsführer der Gesellschafter eines Unternehmens, war Präsident der Industrie- und Handelskammer und ist außerdem Vorsitzender des Vereins Global Goals für Berlin. Gemeint sind die 17 Sustainable Development Goals der UN. Er bringt also die Perspektive der Wirtschaft ein. Dann sitzt direkt neben mir Frau Annette Mechtel, ne? Das ist richtig ausgesprochen, Frau Mechtel. Sie ist freie Kuratorin und Geschäftsführerin der neuen Gesellschaft für bildende Kunst. Außerdem ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der UdK. Sie steht also für die Perspektive von Kunst und Kultur und vielleicht ja auch Wissenschaft.
Ja, Herr Marold, den hätte ich als nächsten vorgestellt, ist hoffentlich noch nicht da. Und last but not least, Herr Yilmaz Güney, dort ganz rechts, von Ihnen aus gesehen ganz links. Er ist Geschäftsführer des Migrationsrats Berlin e.V., einem Dachverband von über 70 Selbstorganisationen von Migrantinnen und Migranten und arbeitet seit vielen Jahren in der politischen Bildung. Herr Yilmaz bringt also die Perspektive der Bürgerinnen und Bürger mit Migrationserfahrung, aber auch anderer Bevölkerungsgruppen in Berlin ein. Ich hoffe, Sie fühlen sich durch die Vorstellung einigermaßen gut getroffen. Ich habe nichts Wesentliches vergessen und freue mich jetzt auf den Input von Herrn Meng. Ja, guten Abend auch von mir. Ich komme sozusagen aus der Tiefe des Raumes. Ich hatte mich ganz nach hinten gesetzt und weiß daher, dass die Akustik nicht gut ist. Ich versuche es mit sehr langsamen Reden und würde Sie auch bitten, wenn Sie merken, dass es verzerrt, uns das sichtbar zu machen. Ich möchte beginnen mit einem Zitat, was ich heute Abend gehört habe. Die Zivilgesellschaft setzt den Ton, hat der Staatssekretär gesagt. Besser kann man den Anspruch und die Realität des Berlin-Forums und dessen, was die Stiftung macht, gar nicht ausdrücken. Die Zivilgesellschaft setzt den Ton. Und wir sind Ihnen natürlich schuldig, Ihnen zu sagen, wie kommen wir auf diese Frage des Wohin, die wir heute in die Überschrift gestellt haben. Die Frage des Wohin kommt im Grunde aus einer Arbeitsgruppe der Stiftung, die auch dieses Papier, was Sie alle haben, vorbereitet hat, in der wir seit 2 Jahren versucht haben, mal die großen Linien zu diskutieren, die Frage, was macht Berlin eigentlich aus in unseren jeweiligen Erfahrungsbereichen. Und da hatten wir einen Abend, da hat Herfried Münkler referiert, Professor der Humboldt-Universität, viele Jahre Historiker, Politikwissenschaftler, Philosoph. Der war ein Jahr in München gewesen, beruflich, und wir hatten ihn gebeten, mal seinen Blick auf Berlin nach einem Jahr München zusammenzufassen. Und was er uns gesagt hat, ich teile es nicht in jedem Punkt, war im Wesentlichen, was uns in Berlin fehle, sei ein Bild der langfristigen Entwicklung Berlins. Also eine Vision dessen, wo wir hinwollen mit dieser Stadt. Ich sage ausdrücklich, ich teile das nicht ganz, aber es ist etwas dran. Weil wir in einer Werkstatt natürlich nie schon das genaue fertige Produkt fertig haben. Aber ich muss in der Werkstatt ein Gefühl dafür haben, was für ein Produkt es werden soll. Und deswegen ist hier ein Spannungsverhältnis. Und deswegen hatten wir alle gesagt, genau das ist der Punkt. Das Papier, was Sie kennen, ist zunächst mal eine Antwort darauf, auf den Münkler. Weil wir das auch so nicht auf uns sitzen lassen wollen, wir Berlinerinnen und Berliner, dass wir sagen, denen fehlt die Vision. Das ist es nicht. Aber die langen Linien auch zu diskutieren, das ist es schon. Und das ist meines Erachtens etwas, wo wir die Zivilgesellschaft, um wieder zu dem Zitat von Herrn Friederizzi zu kommen, wo sie wirklich den Ton setzen muss. Denn natürlich sind viele in unserer Politik in der Stadt aktiv, die viele wichtige Dinge anpacken, aber auch sehr schnell untergehen in all den Details. Und was wir einfordern wollen als Berlin-Forum, und dazu ist diese erste Hälfte dieser Runde heute da, ist eben diese Werkstatt der Vielfalt, die Berlin ja ist, dass sie diese großen Fragen auch stellt. Und dann ist man leicht versucht zu sagen, wir wollen groß denken. Ja, das ist wahrscheinlich auch richtig, aber aus groß wird es auch leicht großkotzig. So ist es nicht gemeint. Lassen Sie mich sagen, wir wollen weit denken. Wir wollen nicht eng denken, sondern weit denken. Und dieses weite Denken, das soll immer auch mit dazugehören. Das ist meine erste Bemerkung und es kommen noch 2 kurze. Die zweite Bemerkung ist, dieses weit denken können und weit denken wollen, ist immer auch eine Frage der Organisiertheit. Ist die Stadt so organisiert, dass man in dieser Organisation die langen Linien entdecken kann und sich ihnen auch widmen kann? Oder ist sie so kleinteilig organisiert, dass man letztlich die Enge schon vorgeprägt bekommt? Da sind wir bei dem Thema Verwaltungsreform im Übrigen. Das ist nachher im zweiten Teil
des Abends das Beispielfeld dafür. Wir müssen die Stadt so organisieren, dass das weite Denken wieder möglicher wird. Und an der Stelle nur ein Zitat aus dem Papier. Da steht der Satz, Vision gibt der Handlungsfähigkeit Sinn. Ja, wir müssen handlungsfähig werden als Berlin, viel mehr als wir es bisher sind. Aber Handlungsfähigkeit alleine ist es nicht, sondern es braucht genau das Wohin. So, und die letzte Bemerkung, wir haben jetzt einen neuen Senat, wir haben eine neue Koalition, wir haben in 3 Jahren schon wieder Wahlkampf. Das muss man sich immer bewusst machen. Da ist zum einen die Versuchung natürlich groß, nur an diese 3 Jahre zu denken. Zum anderen sollte die Versuchung groß sein, all das, was jetzt angepackt wird und auch dringend angepackt werden muss und bitte in weitem Denken angepackt werden muss, all das über diese 3 Jahre auch hinauszudenken und zu gucken, welche Schritte können wir jetzt angehen, die nicht die letzten Schritte sein dürfen und können, aber die in eine fernere Zukunft weisen. Das ist das, wo es wirklich jetzt darauf ankommt, dass wir als Zivilgesellschaft auch wach sind, aber dass wir auch etwas einbringen, dass wir nicht nur passiv gucken, was macht dieser Senat und uns natürlich, das ist immer billig, hinstellen und kritisieren, sondern dass wir uns auch selbst in der Verantwortung fühlen, nicht in der Verantwortung, einzelne Entscheidungen selber zu fällen, die müssen gefällt werden, aber in der Verantwortung auf den langen Linien, auf dem weiten Denken zu bestehen. Das ist das Motiv gewesen in der Vorbereitung für heute. Das wollte ich Ihnen zum Einstieg mitgeben in die Diskussion. Und dann haben wir tolle Leute gefragt, könnt ihr uns aus eurem Bereich Inputs geben, wie ihr das seht? Und damit kann ich jetzt aufhören. Ja, vielen Dank, Herr Meng. Wir haben uns überlegt, dass wir nicht gleich mit den Impulsgebern weitermachen, was Sie jetzt sicher erwarten, sondern dass wir nach den Redebeiträgen vielleicht eine ganz kleine Unterbrechung machen und weil wir häufiger dem Vorwurf ausgesetzt sind, wir würden nur eine bestimmte Altersgruppe, nämlich über X jedenfalls, darstellen, doch mal gucken, ob wir hier nicht den ein oder anderen jungen Menschen im Publikum haben, den es jetzt schon drängt, vielleicht so ein erstes kleines Statement jetzt erstmal aus der Perspektive der jungen Generation. Das haben wir nicht vorher verabredet, also insofern, ich hoffe, es traut sich jetzt jemand. So ein paar junge Menschen sind ja hier. Die ganz einfache Frage, fehlt Ihnen eine Vision? Da will sich aber keiner melden. Irgendeiner mal? Oder ein Nee? Das ist schade, aber dafür können Sie sich ja dann vielleicht... Ah, da! Ein junger Mensch, bitteschön. Herr Wehmeier? Nehmen Sie meins, ich habe ja geredet. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Henning Wehmeier. Ich bin Vorstandsvorsitzender des Genshagener Kreises. Der Genshagener Kreis ist eine Gründung, die junge Menschen zusammenführt, die in exponierten Positionen in unterschiedlichen Bereichen Berlins tätig sind. Menschen, die sich für die Zivilgesellschaft dieser Stadt engagieren, aus Wissenschaft, Lehre, Forschung, Wirtschaft, Kunst und Kultur. Wir haben jährlich auf Schloss Genshagen, daher der Name, ein Programm, das diese jungen Menschen zusammenbringt. Und aus meiner nicht ganz jugendlichen Perspektive ist es mir ganz wichtig zu sagen, dass wir Kinder, Jugendliche und alle Altersstufen in diese Prozesse, über die Sie gerade gesprochen haben und über die wir auch reden heute Abend, mit einbeziehen. Das bedeutet also die wirkliche Handlungsfähigkeit, die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt und unserer Gesellschaft liegt in der Intergenerativität, also das heißt, der Diskurs muss in die Zukunft geführt werden. Wir müssen die Dinge, die wir anpacken, und heute Morgen saßen wir zusammen und haben quasi um das Areal dieses Roten Rathauses diskutiert. Und da geht es mir persönlich als Mitte 40-jähriger Mensch darum, dass wir die in der jungen Generation sind und in die sozusagen 40 Jahre in die Zukunft gedacht, nicht vergessen dürfen. Das wäre mein Statement für diesen Abend. Vielen Dank.
Ja, wunderbar. Jemand, der für die Jugend gesprochen hat, aber es traut sich jetzt immer noch keiner. Doch. Wo sehen Sie jemanden? Da, ja. Ja, vielleicht sagen Sie auch kurz Ihren Namen und ganz kurz. Ich wollte nichts, ich benutze ein Mikro rumtragen da. Das ist meine Aufgabe heute. Gut, wunderbar. Dann mache ich jetzt einfach weiter und zwar mit unseren Impulsgebern. Und ich möchte jetzt Herrn Girl, Frau Mechtel und Herrn Yilmaz Günay gerne um ihren Input zu den Fragen bitten, die jetzt hier vielfach schon angesprochen worden sind. Braucht Berlin Visionen oder vielleicht etwas prosaischer langfristige Perspektiven? Was sind die großen Herausforderungen? Wie erreichen wir, dass Politik und Stadtgesellschaft diese Diskussion gemeinsam führen? Gemeinsam Perspektiven entwickeln und das ist in Berlin, darf ich als Zugezogene ja so sagen vielleicht, ja immer eine besondere Herausforderung, aber über seit 20 Jahren schon in Berlin, also ich bin jetzt, fühle mich durchaus als Berlinerin, vielleicht darf ich es als Berlinerin noch mehr sagen als Zugezogene, also die Herausforderung ist, diese Perspektiven dann auch tatsächlich gemeinsam umzusetzen, also wenn Sie zu diesen Fragestellungen sich verhalten würden, dann freuen wir uns auf Ihr Statement. Ja, Herr Girl, möchten Sie anfangen? Wenn ich darf, als auch junger Mensch, 42, also noch jünger als du, mein Lieber. Ja, lassen Sie mich vielleicht ganz kurz, Herr Menk, vielen Dank für die Einladung, meine sehr verehrten Damen und Herren, reagieren auf das, was Sie gerade gesagt haben als Vorbemerkung. Ich glaube, Zukunft ist jeden Tag anders. Es gibt nicht dieses Zukunftsbild, das, wenn wir morgen über Sie sprechen, genauso ist, wie wenn wir darüber heute sprechen. Ich glaube, entscheidend ist, dass wir ein gemeinsames Verständnis dafür bekommen, was Zukunft für uns alle ist, in einer Demokratie, in einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung. Und dass das die Basis, auch der Diskurs, was das richtige Ergebnis ist, der richtige ist und dass wir damit beginnen, weil wir zu oft diese Diskussion führen, ohne dass wir dann irgendwann mal anfangen, diesen Weg einzugehen. Das heißt, wir debattieren und sprechen und kommen nicht vorwärts. Und insofern glaube ich, wir müssen beides machen. Wir müssen über Perspektive sprechen, wir müssen über Vision auch als Motivation für uns und unsere Gesellschaft, für unsere Kinder, was wir eigentlich wollen und was wir hinterlassen, sprechen und gleichzeitig mit konkreten Maßnahmen beginnen, um auch zu beweisen, dass Demokratie handlungsfähig ist, weil sonst haben wir nämlich, wenn wir immer nur von Legislatur zu Legislatur gehen, irgendwann auch ein Problem zu beweisen, dass wir das richtige Geschäfts- und Gesellschaftsmodell haben. Lassen Sie mich vielleicht ein bisschen was zur möglichen Vision auch Berlins sprechen. Aus meiner Perspektive, ich glaube, das große Geschäftsmodell ist Nachhaltigkeit. Ich weiß, das können wir alle nicht mehr hören und ich verstehe es auch. Aber was bedeutet Geschäftsmodell? Das heißt Wertschöpfung, Wohlstand. Und das ist doch das, was wir am Ende erreichen wollen. Und unser Anspruch als Hauptstadt, das wurde vorhin auch genannt, muss doch sein, dass wir ein Beispiel dafür sind, wie man in einer Demokratie Zukunft gestalten kann, wie wir Zukunft übernehmen. Wir haben ja jetzt momentan das Thema Olympia auf der Agenda. Ich bin ein bisschen für das Thema Expo unterwegs, weil es diese charmante Wirtschaftskomponente hat. Und zwar, wir können die Welt nach Berlin einladen und zeigen, wie wir es geschafft haben, in dieser Demokratie die Transformation, die jetzt notwendig ist, umzusetzen. Und dass es uns eben gelingt mit den nachhaltigsten Produkten, das sind ja alles Innovationen und Ideen in unseren Köpfen, die endlich mal auf die Straße gebracht werden müssen. Das sind ja Produkte, die mit denen Geld verdient werden kann, wenn wir sie mal wagen. Wenn Sie rausgucken, sehen Sie, wie viel wir davon umgesetzt haben. Also lassen Sie uns den Mut haben, und das ist mein Appell an uns alle, auch eine Fehlerkultur zuzulassen. Natürlich wissen wir heute noch nicht, wie die Zukunft aussieht, aber wenn wir sie nicht ausprobieren, wenn wir sie nicht wagen, werden wir nie lernen, wie wir es richtig machen. Und deswegen glaube ich, dass wir mit der Expo eine Chance haben, nicht nur die Expos, wie wir sie jetzt kennengelernt haben, in irgendwelchen Wüsten, auf grünen Wiesen, die kein einziges Problem global lösen, dass wir die Chance haben zu beweisen, dass wir als Demokratie auch zukunftsfähig sind, zu zeigen, so haben wir es gemacht. Und diese Geschäfts- und Gesellschaftsmodelle dann eben auch der Welt anzubieten. Mit der Kultur, mit der Wissenschaft. Wir haben alle diese Voraussetzungen in unserer Stadt. Deswegen ist mein Appell, lassen Sie uns gemeinsam sprechen. Lassen Sie uns aber auch nach der Debatte entscheiden und akzeptieren, dass der ein oder andere vielleicht einen Fehler macht, dass wir uns nicht gleich wieder draufstürzen und es kaputt drehen, sondern davon lernen und uns gemeinsam richtig machen. Und mit dieser Vision dann konkret auch eine Weltstadt, eine Hauptstadt in Friede und Freiheit, in Demokratie, wie wir sie uns wünschen, wie wir sie heute
leben können, auch bewahren und so pathetisch es klingt, wir alle ein gesundes, glückliches Leben haben, weil am Ende geht es auch darum, neben dem ganzen Geld verdienen, worüber wir natürlich auch sprechen müssen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Göll, das war ja ein flammendes Plädoyer. Dann übergebe ich an Frau Mechtel, bitte. Ja, vielen Dank auch von mir, dass ich hier heute Abend aus der Kunst und der NGBK, also der Perspektive eines Kunstvereins, der die Suche nach einer neuen Gesellschaft bereits im Namen trägt, mich hier einbringen kann. Und ich habe im Vorfeld mir sehr genau dieses Thesenpapier überschrieben mit Werkstatt Berlin durchgelesen und muss sagen, ich finde es sehr gut, dass damit eigentlich auch gleich klargestellt wird, dass eine Vision nur als ein sozialer Prozess entwickelt werden kann. Wenig steht aber in diesem Thesenpapier dazu, wie dieser Prozess gestaltet wird, um zu einer Vision zu kommen, auf die sich alle BerlinerInnen eben auch beziehen können. Welche Prozessqualitäten wird dieser Aushandlungsprozess in Bezug auf Widersprüche und Unterschiede einer in sich differenten Gesellschaft haben? Ich will hier keine Werbung für meinen Kunstverein machen, aber das war den Gründungsmitgliedern 1969 bereits klar. Teilhabe muss auf der Entscheidungsebene ansetzen. Die über 1000 Mitglieder haben auch heute über Versammlungen und Gremien eine direkte Einflussnahme auf die programmatische Ausgestaltung des Vereins. Und ich bin überzeugt davon, dass dieses basisdemokratische Modell aktueller denn je ist. Denn die Ergebnisse der Jahresprogrammauswahl einer jeder Hauptversammlung bestätigen, dass eine horizontale Entscheidungsstruktur durchlässig ist für Themen, Diskurse und Communities, die ansonsten in unserem Feld fehlen. Eine Vision ist also nur so gut, wie ihr Entscheidungsprozess breit aufgestellt ist, würde ich als These hier mit einbringen wollen. Und grundsätzlich, das wäre mein zweiter Punkt, ist in dem Thesenpapier viel über Kreativität und die Verbindung zur florierenden Wirtschaft gesprochen worden. Und ich vermisse in der Vision Berlins aber die Kunst. Wer die Kunst auf Nützlichkeitseffekte, Effizienzmaßstäbe und Marktförmigkeit reduziert, spart nicht nur das Unberechenbare und auch Unökonomische von kreativen Prozessen aus, sondern auch das Potenzial von Kunst und Kultur gerade in gesellschaftlichen Transformationsprozessen. Der neue Zuschnitt der Kulturverwaltung zusammen mit gesellschaftlichem Zusammenhalt macht Hoffnung, dass politisch verstanden wurde, wie essentiell Kunst gerade in einer heterogenen, offenen und demokratischen Gesellschaft sind. Denn Kunst schafft durch ästhetische Erfahrungen den Zugang zu Debatten und Handlungsräumen, die ansonsten oftmals mit Hürden verbunden sind. Kunst ist immer relational angelegt und stellt Beziehungen und Austausch zwischen Menschen und deren Erfahrungshorizonten her. Insbesondere in der Kunstzeit in den 90er Jahren gibt es viele Modelle von Lernorten, an denen Aushandlungsprozesse geübt, Modelle ausprobiert und kollektive Erfahrungen gemacht werden können. Es sind künstlerische Arbeiten, die sich im Austausch mit anderen erst vollziehen. Das Haus der Statistik ist nur eines von vielen für Berlin wichtigen Beispielen eines künstlerisch initiierten Prozesses, von dem die Stadt Strategien des Teilens, aber auch Strategien der kollektiven Selbstermächtigung, des kooperativen Denkens und neuer Allianzen lernen kann. Also auch genau die Strategien, mit denen Nachhaltigkeit und die Reduktion von Ressourcenverbrauch als Gesellschaft langfristig nur erreichbar sind. Mein letzter Punkt: Mir fehlt in dem Papier die Problematik, dass die zunehmende Präsenz von Finanzkapital im Berliner Immobilienmarkt unsere Stadt auf gravierende Weise verändert. Es gibt Warnzeichen, dass hier gerade eine kulturelle Infrastruktur und für Berlin wichtige Orte der Begegnung, der Auseinandersetzung und der Inspiration verloren gehen. Kulturinstitutionen, Atelierhäuser, Projekträume, Clubs, genauso wie soziokulturelle Räume sind davon betroffen und stehen auf der Kippe wie ein offener Brief, der Zusammenschlüsse der Berliner Kultur jüngst alarmierte. Als NGBK werden wir diese Tage nach mehr als 30 Jahren den Standort in Kreuzberg aufgrund der gerade beschriebenen Entwicklung auf dem Immobilienmarkt verlassen. Aber wir ziehen nach Mitte unter den Fernsehturm. Wie geht das, werden Sie sich fragen. Ja, es ist nur möglich,
weil die Räume, die wir in der Karl-Liebknecht-Straße, also unweit von hier, beziehen werden, Räume einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft sind. Dadurch gibt es politische Gestaltungsspielräume für die Produktionsbedingungen von sozialen und kulturellen Räumen und ihren Gewerbemieten. Es zeigt sich deshalb sehr deutlich, dass die Ausgestaltung der Stadt letztendlich an der Handlungsfähigkeit der Politik in Bezug auf Stadtentwicklung, Liegenschafts- und Mietenpolitik liegt. Ich möchte meinen Input mit einem Zitat schließen, das ich von der Brandwand im Hinterhof der NGBK in Kreuzberg mitgebracht habe. Eine Textarbeit des österreichischen Künstlers Louis Weinberger, die wir zurücklassen, aber die Vision bleibt. Ein Ort, an dem sich das Lebendige sichtbar über das Ordnende zeigt, wo die Unmöglichkeit einer Vernichtung immer wieder aus ihrem Gegenteil, aus denkbaren Folgen des Nicht-Sterilen in die gewagte Zukunft erblüht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Mechtel, für dieses ganz anders geartete Plädoyer, aber deshalb haben wir Sie ja auch so zusammengesetzt, um ganz unterschiedliche Perspektiven zu hören, und das ist ja schon jetzt gelungen. Und jetzt werden wir wieder eine ganz andere Perspektive hören, vermute ich, von Herrn Yilmaz. Bitte schön. Ach, das ist schlecht. Das können wir ganz schön ändern. Guten Abend und vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Ich habe die Einladung sehr gern angenommen, das möchte ich sagen, weil ich als jemand, der 17 Jahre beim Migrationsrat ehrenamtlich gearbeitet hat und seit 3 Jahren hauptamtlich da arbeite, einen sehr positiven Bezug zur Zivilgesellschaft habe und einen sehr positiven Bezug zur Zusammenarbeit von Staat und Zivilgesellschaft, namentlich Verwaltung und Zivilgesellschaft und Politik und Zivilgesellschaft. Der Hintergrund von dem, was ich gleich sagen werde, ist dieser Hintergrund. Also eine Dachorganisation von annähernd an mehreren Dutzend Migrantinnen und Migrantenorganisationen, aber auch von Organisationen von schwarzen Deutschen, von deutschen Sinti, jüdische Organisationen, unabhängig davon, ob sie aus Menschen bestehen, die Migrationshintergrund haben oder nicht. Ich habe den Eindruck, oder sagen wir so, ich möchte 2 Ankerpunkte aus dem Papier zitieren. Das eine ist die Individualität, sehr stark betont, mein Berlin und persönliche Freiheit und so. Das halte ich für ein ganz hohes Gut und für ein sehr erstrebenswertes Gut. Ich sehe nur, und das ist der zweite Punkt der Reibung, der in dem Papier auch vorkommt, dass schätzungsweise 1/3 der Berliner Stadtgesellschaft in dem Papier mit zentralen Anliegen nicht vorkommen. Genauso wenig, wie sie hier in diesem Raum vorkommen. Nicht annähernd angemessen zum gesellschaftlichen Anteil in Bezug auf Menschen mit Migrationsgeschichte, in Bezug auf jüdische, muslimische und andere Deutsche ohne Migrationshintergrund. Ich würde es sehr begrüßt haben, wenn die Formulierung einer Vision anknüpfen würde an einer aktuellen Problembeschreibung. Nicht, dass ich denke, 2 Weltkriege, Wiedervereinigung und so, das sei alles irrelevant. Ganz im Gegenteil, das sind ganz relevante Fragen, die bis heute unsere Gesellschaft und auch meine eigene Gesellschaft prägen. Und doch sind das die Probleme einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, die hier als Norm und als Hintergrund und als Kontext überbetont sind, wohingegen andere Kontexte in der Benennung und in der Analyse nicht vorkommen. Insofern möchte ich mich Frau Stoffers anschließen, die gesagt hat, ich freue mich, dass wir eine Senatsverwaltung für gesellschaftlichen Zusammenhalt haben. Ich wünsche mir, dass wir wesentlich mehr über gesellschaftlichen Zusammenhalt sprechen und das als Aufgabe definieren. Mit einem Beispiel aus der Geschlechtergleichstellung hatten wir bis, ich glaube, 1994 die Formulierung im Grundgesetz, Frauen und Männer oder Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Es hat ziemlich lange gedauert, bis Leute gemerkt haben, dass die abstrakte Formulierung von Gleichberechtigung nicht reicht, dass das nicht zur Gleichberechtigung führt. Seit Mitte der 90er Jahre erst ist das staatliche Verpflichtung, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung zu fördern. Und ich glaube, gerade in zentralen Fragen lässt sich aus der Geschlechtergleichstellungspolitik eine Menge lernen.
was A, visionär ist und sein könnte, gleichzeitig aber auch, und das ist ein bisschen auch das, was mir in dem Papier vielleicht nicht greifbar genug ist, die Bundesrepublik Deutschland hat sich in internationalen Übereinkommen zu ganz vielen Sachen verpflichtet, zu Antirassismus, zur Wahrung der Kinderrechte, zu Gesundheit, Wohnen, Arbeit, als soziale Menschenrechte. Und ich sehe das, und ich glaube, wir alle, die wir hier sitzen, könnten es sehen, dass wir weit entfernt sind von der Durchsetzung ganz elementarer Menschenrechte. Wenn das eine Vision sein soll, bin ich gerne visionär und ich arbeite gerne an der Umsetzung von Visionen. Mir würde das manchmal schon langen, wenn wir sagen würden, was ist eigentlich der Anspruch, den wir uns seit zum Teil Jahrzehnten setzen und woran hapert es, dass wir diesen Anspruch nicht erfüllen können. Warum können wir nicht über Armut und Reichtum, über den Zugang zu Wohnraum und so weiter und bezahlbaren Wohnraum sprechen auf eine Weise, die nicht als politische Auseinandersetzung geframed sein muss, sondern als ein Anspruch, den Menschen haben, weil sie Menschen sind. Nicht, weil das eine Vision ist, mein liberaler oder linker oder rechter mein Ziel, sondern weil es ein Menschenrecht ist, über das wir sprechen. Lange Rede, zwei Punkte nur, die ich sagen möchte. A, ich würde gerne in einer, und das geht auch in Fragen des Verwaltungsmanagement oder Stadtmanagement, glaube ich, ist der zweite Punkt heute. Ich würde das sagen, Verwaltungsveränderung. Ich würde mir wünschen, dass die Stadtgesellschaft sich in den Institutionen, in den Medien, in der Kultur, in der Wissenschaft überall widerspiegelt. Dazu ist es unerlässlich, dass im umfassenden Sinn und überall Diskriminierung abgebaut wird. Wie gesagt, das können wir gerne als Vision diskutieren. Ich würde das gerne als, weil internationale Übereinkommen ja geltendes Bundesrecht sind, würde ich das gerne als die Umsetzung von einem Rechtsanspruch verstanden wissen. Und der zweite Punkt ist, dass ich mir wünsche, in einer Stadt zu leben, in der Menschen unabhängig von dem, wer sie sind, wo sie herkommen, wo sie hinwollen, umfassend partizipieren können. Das schließt insbesondere, aber längst nicht nur, das Wahlrecht ein. In einer Stadt wie Berlin, wo 800.000 erwachsene Menschen auf Landesebene, auf Bezirksebene ist ein bisschen weniger, fast 800.000 Menschen nicht das Berliner Abgeordnetenhaus wählen können. Und jeden Tag aber hören, integriert euch, macht mit, ist alles schön hier, bringt mal eure problematischen Ansichten von woanders nicht hierher, sondern übernehmt unsere ganz fortschrittliche, unser ganz fortschrittliches gesellschaftliches Ideal. Da klafft was auseinander. Und wenn wir uns angucken, seit den 90er Jahren ist die Lücke von wahlberechtigter Bevölkerung und Wohnbevölkerung immer größer geworden. Insofern freue ich mich über Liberalisierung im Einbürgerungsrecht, wenn sie denn kommen. Und ich freue mich über ein Landeseinbürgerungszentrum, das die, auch die aktuelle Landesregierung einrichten möchte, um das zu beschleunigen und zu erhöhen. Aber wir werden bei einer Verdopplung und bei einer Verzehnfachung der Einbürgerungszahlen nicht dahin kommen, dass alle irgendwann das Wahlrecht haben. Das heißt, wir müssen, wenn wir über Partizipation sprechen, auch über die Partizipation und die wirksame Partizipation von Menschen sprechen, die nicht und niemals im Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit sein werden. Und das wäre sozusagen, das sind die zwei Punkte. Tut mir leid, wenn das zu lange gedauert hat. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich wollte Ihnen nicht Ihren verdienten Beifall stehlen, also nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Inputs. Ich nehme jetzt nur noch mal so ein paar Stichworte, die bei mir hängen geblieben sind, eröffne dann die Diskussion, an der Sie sich bitte auch aktiv beteiligen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, fange aber erstmal mit dem Hinweis an. Sie alle haben sich ja, nicht alle, aber und auch mehr oder weniger intensiv, haben sich ja so ein bisschen an dem Papier abgearbeitet. Da würde ich gerne einfach nochmal klarstellen, das ist ein Diskussionspapier und die Funktion als Impulsgeber hat es auch wirklich erfüllt, das hat man ja gemerkt. Also das ist Work in Progress und insofern herzlichen Dank für die Hinweise darauf, was noch alles fehlt.
Sie haben ganz verschiedene Stichworte genannt, nämlich einmal gemeinsames Verständnis, was Zukunft ist, Nachhaltigkeit, wie in einer Demokratie Zukunft gestalten. Das ist ja ein sehr übergeordneter Gesichtspunkt und gerade in Zeiten von Krieg und Systemwettbewerb, glaube ich, auch ein Punkt, den man vielleicht auch nochmal besonders beleuchten muss. Expo Fehlerkultur waren Ihre Stichworte, bei Ihnen waren die Stichworte vor allem nicht nur eine Vision haben, sondern auch über den Entscheidungsprozess nachdenken. Das ist vielleicht, sage ich gleich mal vorab, vielleicht etwas, was wir bei einem nächsten Berlin-Forum uns mal überlegen können. Wie kann man denn das in einen Entscheidungsprozess eigentlich bringen? Dann die Bedeutung der Kunst natürlich und natürlich die Frage, das führt ja auch zum Thema Wohnen, wie prägt eigentlich die Wohnungswirtschaft, so wie sie jetzt aussieht, das Bild der Stadt und zu welchen Verdrängungseffekten führt das? Und Herr Yilmaz hat wieder ganz andere Aspekte genannt, also nicht nur persönliche Freiheit, spricht nur eine bestimmte Klientel an, Teil der Stadtgesellschaft, sondern eben Ansprache auch anderer Bevölkerungsgruppen, mehr Integration, gesellschaftlicher Zusammenhalt als Aufgabe, Durchsetzung relevanter Menschenrechte als Vision. Und ganz konkret, Stadtgesellschaft muss sich als Vision sicher auch, ist ja mit Sicherheit noch nicht der Fall, überall wiederfinden in allen Institutionen und dazu gehört auch eine umfassende Partizipation. Das sind jedenfalls die Stichworte, die ich jetzt einfach nochmal wiederhole, weil sie vielleicht auch einfach gute Stichworte für die Diskussion sind und würde jetzt die Diskussion eröffnen. Wer möchte denn gerne etwas zu diesem spannenden Thema sagen? Ja, bitteschön. Bin Vorsitzender des Vereins Made in Berlin, also insofern mit dem Thema intensiv beschäftigt, sehe es stark aus der Wirtschaftsperspektive, weil ich auch mittelständischer Unternehmer in Berlin bin und kann da Jan Girl an der Stelle folgen. Made in Berlin und Wirtschaft hier, Nachhaltigkeit, neue Dinge werden nicht umgesetzt. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite sicherlich für alle Themen eine Vision. Eine Vision heißt, wo möchte ich hin? Was wir viel dringender brauchen, ist eine Mission. Wie kommen wir dahin? Weil wir scheitern in Berlin regelmäßig an dem Punkt, wie setze ich es konkret um? Und dann hilft es oft, Best-Practice-Beispiele in diesen einzelnen Themen mal zu kreieren, um daraus neue Dinge zu entwickeln, so wie wir es jetzt zum Beispiel eben mit der IHK im Ausschuss Funktionierende Stadt machen, wo wir, wenn wir sagen, auf die digitalpolitischen Sprecher und aufs DITZ gestoßen sind und festgestellt haben, da klafft eine große Lücke. Aber die können wir nicht mit einem großen Wurf auf einmal schließen, sondern da muss man Stück für Stück praktische Beispiele der Umsetzung machen. Und ich denke, das gilt für Kultur, für Wirtschaft und Integration genauso. Das heißt, um es mit einem chinesischen Sprichwort, jeder Weg fängt mit dem ersten Schritt an. Und den vergessen wir leider in Berlin zu oft aus meiner Sicht. Ja, vielen Dank für diese klaren Worte. Gibt es weitere? Ja, bitteschön. Ja, mein Name ist Sven Sappelt. Ich würde eigentlich in die gleiche Kerbe hauen, vielleicht aus einer anderen Perspektive. Ich komme aus der Gesellschaftswissenschaft und Kultur und ich glaube, das, was gesagt wurde, kann man auch aus dem Bereich unterstreichen. Also das Problem ist ja, es fehlt ja nicht an Visionen. Es gibt ganz viele Ideen, es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir wissen eigentlich, wo wir hin müssen und viele wissen auch, wo sie hin wollen. Das Problem ist nur, wir kommen da nicht hin. Und das gilt ja nicht nur jetzt für die Themen, die Sie angesprochen haben, sondern das gilt für Bildung, das gilt für Schule, das gilt für das, was jetzt gerade über die Kunsträume gesagt wurde. Das heißt, die Frage ist so ein bisschen, wie kann ich es konstruktiv formulieren? Also ich glaube, wir brauchen eine größere Anstrengung und vielleicht auch eine größere Demut dessen, was die Stadt gerade ist, in der Lage zu tun. Also natürlich ist es immer verlockend, jetzt über große Visionen nachzudenken, im Sinne jetzt die Expo oder jetzt nochmal ein neues Großprojekt oder die Olympiade. Aber wir schaffen ja gerade nicht mal unsere Hausaufgaben. Wenn ich den Tagesspiegel lese, der leider heute nicht vertreten ist, dann lese ich, dass das, was jetzt in der Radwegepolitik mühsam beschlossen wurde, vom Land und vom Bund finanziert wird, wieder rückgängig gemacht wird. Das heißt, wir blockieren uns eigentlich ständig gegenseitig und wenn wir über Zusammenhalt sprechen, dann muss es wirklich im Kern, glaube ich, darum gehen, dass wir gemeinsam an den Zielen auch arbeiten.
Und das ist vielleicht auch anders als vor 10 oder 20 Jahren, als in der Stadt sehr, sehr viel möglich war, sehr viel ausprobiert werden konnte, die Brachflächen da waren. Jetzt wird es halt mühsam. Aber ich glaube, dieser Modus des Mühseligen, wirklich in die Prozesse reingehen, in die kleinteilig reingehen, wirklich an der Umsetzung arbeiten, das ist jetzt, glaube ich, die große Aufgabe. Weil ansonsten können wir uns noch so viele Zukunftsziele und Visionen vornehmen und wir werden immer wieder scheitern. Ja, vielen Dank. Ja, es hatte sich Herr Girl jetzt gerade noch mal kurz gemeldet und dann gehe ich weiter in der Reihenfolge. Bitte schön. Ich würde Ihnen widersprechen, dass wir uns zu viel zutrauen. Ich glaube, wir müssen uns zutrauen, um uns zu motivieren, diese Stadt zu bewegen. Ich beobachte viele junge Menschen, die diese Stadt leider verlassen, weil sie nicht vorankommen, weil sie Ideen haben, weil sie diese Stadt gestalten wollen und nicht in die Umsetzung kommen. Und wir haben natürlich dabei dann das Problem, weil sich so viel angestaut hat, wir natürlich jetzt alle alles auf einmal wollen. Wenn Sie sich den Koalitionsvertrag anschauen, 135 Seiten. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich nehme mir Anfang des Jahres 10 Sachen vor und schaffe davon eine einzige. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Problem. Wir müssen uns ein bisschen fokussieren. Ich sage mal, der eine oder andere kann sich vielleicht auch mal zurücknehmen. Es muss ja auch nicht immer alles gleich verschenkt werden. Lassen Sie uns fokussieren. Und ich sage mal, die Verwaltung, ich sage Ihnen ganz ehrlich, die Politik hat natürlich auch gelernt, die Verantwortung zu übernehmen. Und wenn wir über aktives bürgerschaftliches Engagement sprechen, dann muss ich Ihnen sagen, mein Verständnis ist auch dafür, dass der Staat Leitplanken gibt zum Handeln. Das heißt nicht, dass der Staat die ganze Zeit handeln muss für die Bürger, Verantwortung übernimmt, quasi das Leben organisiert, sondern die Rahmenbedingungen schafft dafür, dass diese Kreativität und Kunst, Kultur in Wirtschaft, dass die ermöglicht wird. Das heißt, ich würde mir manchmal wünschen, ein bisschen eher sich zurückzunehmen, nicht alles zu regulieren, und dadurch vielleicht auch mal ein bisschen zu viel vielleicht zu verhindern, sondern auch zu sagen, nein, wir haben den Mut hier unseren Bürgern die Freiheiten zu geben, zu entscheiden, umzusetzen. Und vielleicht kommen wir da auch schon mal ein Stück vor. Jetzt haben wir nur noch 2,5 Jahre. Ich ahne, dass nicht alle Sachen aus den 135 Seiten umgesetzt werden. Ja, vielen Dank, Herr Girl. Ja, jetzt wird es munter. Bitte schön, Frau Dünger-Löper, Sie hatten als Erste sich gemeldet und dann der Nachbar. Ja, vielen Dank, Dünger-Löper. Ich glaube, dass Sie sich gar nicht so sehr widersprechen. Aber ich will es mal an einem Beispiel deutlich machen. Sie haben vorhin davon geredet, dass wir immer weniger Räume für Kultur haben. Ich bin vom Landesmusikrat, deswegen liegt mir das besonders am Herzen. Das ist tatsächlich so, das ist durch die Pandemie noch mal verschärft worden und das wird natürlich in einer sich immer mehr verdichtenden Stadt auch noch weiter zunehmen. Und deswegen denke ich, müssen Visionen auf der einen Seite da sein, aber man muss auch mal sozusagen etwas bodenständiger vorgehen. Wir haben ganz viele Räume, die zu großen Teilen des Tages leer stehen, wo Kultur passieren könnte, ich sage mal meinetwegen Chorproben etc., in Gerichtseingängen, in Rathauseingängen und so weiter. Wir haben in diesem Zusammenhang ein Projekt gemacht und so ganz mühsam auch tatsächlich etwas losgebracht. Wir haben viel Unterstützung erfahren von einigen Bürgermeistern, aber wenn die Bürgermeisterin und der Bürgermeister es wollen, heißt es noch lange nicht, dass es dann tatsächlich auch umgesetzt wird, weil so viel zäher Lauf dabei ist. Und ich glaube, das ist der Punkt, den wir tatsächlich überwinden müssen. Es muss eine andere Haltung hervorgerufen werden, die sagt, wir müssen ermöglichen. Und wenn man will, kann man fast alles ermöglichen, auch in der Berliner Verwaltung. Aber ich glaube, die Partizipation wird nur dann auch dauerhaft sozusagen am Ball bleiben, wenn ihr Gegenüber das Ermöglichen auch tatsächlich zum Prinzip und auch zum Wert erhebt. Ja, vielen Dank. Bitte schön. Ja, ich bin Klaus Kohlmeier. Ich arbeite in der Arbeitsgruppe der Stiftung Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Also das Thema passt ja gut. Und wir haben jetzt 2 Jahre lang daran gearbeitet, das Thema Jugendliche in Angriff zu nehmen. Wir haben nach der Pandemie gemerkt, dass ein ganz großer Teil der Jugendlichen, insbesondere von denen, die eh schon tendenziell benachteiligt waren und abgehängt waren, jetzt nochmal extra abgehängt wurden durch die Pandemie, also einfach durch Ausgrenzung in Familie, wo eben unterschiedliche Förderbedingungen bestanden. Und die Pandemie ist vorbei und wir haben eine neue Regierung. Und ich würde schon sagen, man muss die neue Regierung daran messen,
ob sie genau an dem Punkt Übergangsschule-Beruf es schafft, ja, wirklich erfolgreiche Übergänge in den Arbeitsmarkt zu produzieren. Ja, das ist für mich gesellschaftliche Zusammenhalt, weil im Moment eine Situation ist, wo der Arbeitsmarkt und der Ausbildungsmarkt auseinanderfliegt. Ich habe heute Morgen einen Bericht gehört, dass beschlossen werden soll, dass es ein 11. Pflichtschulberufsjahr gibt, also ein 11. Schuljahr gibt, und gleichzeitig wird da vermittelt, Tausende von Jugendlichen würden dort aufgefangen. Das heißt, wir haben ein Schulsystem, wo von 30.000 Schülern Tausende ohne Ausbildung, ohne Perspektive die Schule verlassen. Und da finde ich schon, das ist ja existenziell, wenn man sich den Arbeitsmarkt anguckt, wenn man sich Handwerker holt, man findet keine, weil die einfach sagen, wir haben keine Fachkräfte, die Pflege funktioniert nicht mehr. Das ist ein existenzielles Problem des Landes Berlin. Und wir haben da vorgearbeitet, ich sehe gerade Frau Remlinger hier, wir haben da jahrelang auch schon vorgearbeitet, dass man Jugendliche aus Schulen, wo fast nur, sag ich mal, Kinder aus Armutsverhältnissen und mit Migrationshintergrund sind, dass die wunderbar integrierbar sind. Aber wir fahren jetzt nach Vietnam und irgendwo in der Welt rum und holen uns die Fachkräfte dort. Und das geht nicht. Wir können nicht auf keinen einzelnen Jugendlichen verzichten in dieser Stadt. Und das wollte ich auch nochmal sagen, auch ein bisschen kritisch, das Papier ist mir dazu unkritisch in solchen Fragen. Es muss angepackt werden und es muss auch messbar sein. Ja, vielen Dank. Dort hinten ist noch eine Wortmeldung. Dann müssen wir jetzt mal irgendwie gucken, wie wir damit umgehen. Ich würde nämlich gerne auch nochmal ganz kurz hier eine Frage in die Runde stellen, aber also der Appell, sich kurz zu fassen, zusammenfassend. Bitte schön, Sie waren... Vielen Dank. Mein Name ist Gerd Thomas, ich bin Vorsitzender eines Fußballvereins, des FC Internationale, und ich sehe jeden Tag das Spiegelbild der Gesellschaft auf dem Sportplatz. Und ich mache seit einiger Zeit hier bei dem Berlin Forum mit, habe mich zwischendrin ein bisschen rar gemacht und ich merke heute auch wieder warum. Ich fange mal bei Herrn Gehl an. Wir haben nächstes Jahr ein ganz, ganz großes Fest, vielleicht das größte, was wir die nächsten 20 Jahre haben werden, nämlich die Europameisterschaft. Und da können wir zeigen, die steht sogar im Zeichen der Nachhaltigkeit, wir sind schon mal vorangegangen, wie vielleicht viele wissen, aber da können wir zeigen, was wir draufhalten haben. Wir haben alleine 750.000 Leute, die in Sportvereinen organisiert sind. Ich glaube, die könnten alleine den Bürgermeister stellen, wenn die alle eine Person wählen würden. Ich überlege ja immer noch, ob ich mich zur Wahl stellen lasse. Und wir können Vielfalt zeigen, wir können Demokratie zeigen, wir können natürlich auch Kulturpaläste zeigen. Das kommt ja im Berlin-Forum auch regelmäßig vor, das Humboldt-Forum, ich könnte jetzt die Opernhäuser nennen, ich könnte das Pergamon-Museum nennen, die neue Nationalgalerie nennen. Wann machen wir eigentlich mal was für das untere Drittel, ist meine Frage. Da passiert nicht viel. Das untere Drittel ist jetzt auch schon wieder eine blöde Bezeichnung, aber das untere Drittel geht aber ja zum Beispiel auch, die Kinder von denen gehen zur Schule. Und wenn Sie sich Schulen angucken, der Zustand der Schulen ist genauso schlecht wie der Zustand der Breitensportanlagen. Und das sind aber die Anlagen, wo alle Leute hingehen und nicht eben nur die oberen 5%, weil ich glaube, es sind noch nicht mal die 10%. Und ich frage mich, wenn wir nicht diesen Paradigmenwechsel einleiten, endlich auch Geld zu investieren, wirklich in zum Beispiel in Bildung, in Sport, aber auch in andere Dinge und nicht nur in die Hochkultur. Wir haben ja Geld, wenn man das sieht, die Summen. Ich glaube, jetzt wieder heute neuer Rekord bei der Komischen Oper. Pergamon-Museum steht bei 1,5 Milliarden. Christian Gebler sagt zu mir, ja, das sind aber Bundesgelder, ist aber auch Steuergeld. Ich will sagen, die Schere geht grundsätzlich immer weiter auseinander. Alle suchen nach Fachkräften. Wir haben eine ganze Menge junge Leute und wir können uns das nicht erlauben, eigentlich so viele Leute auf der Straße sitzen zu lassen. Dafür brauchen wir eine starke Zivilgesellschaft, dafür müssen wir das Ehrenamt stärken, denn das hat auch ganz, ganz große Probleme. Und dass ich das mal sagen würde, letzter Satz, meine letzte Hoffnung ist tatsächlich die Wirtschaft. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne noch die beiden, die sich gemeldet haben, kurz zu Wort kommen lassen. Und genau, wenn Sie
Wenn Sie das Mikrofon da netterweise, oder das ist doch, genau. Also zwei würde ich jetzt noch, ja, Herr Ganten, bitte. Mein Name ist Detlef Ganten, ich habe an dem Papier mitgearbeitet, halte die Kritik alle für nachvollziehbar, zum großen Teil berechtigt. Und ich glaube, wir sollten uns darauf konzentrieren, wie wir den Prozess fortführen. Wir werden hier heute nicht gewissermaßen eine Abschlusserklärung abgeben können. Der Prozess aus meiner Sicht hat eine Voraussetzung, das wurde gesagt, die Zukunft ist offen. Es muss ein offener Prozess sein. Mein Vorschlag wäre, eine Website oder wie auch immer einzurichten, wo alle diese Vorschläge eingebracht werden können, dann auch bewertet werden, möglicherweise da, wo sinnvoll, in eine Fortschreibung dieses Papiers, dieses Visionspapiers aufgenommen werden, sodass es fortgeschrieben wird. Und dann der zweite Punkt, und der ist vielleicht entscheidend, und das ist das, was Daniel Gill gesagt hat, die Nachhaltigkeitsziele, erstens, viele mögen es vielleicht nicht mehr hören, aber wenn ich nachfragen würde, wer kennt die Nachhaltigkeitsziele wirklich, dann bin ich nicht so sicher, ob sie wirklich so bekannt sind, wie sie eigentlich bekannt sein sollten. Die Nachhaltigkeitsziele definieren unsere Zukunft auf dieser Welt. Ja? Und wenn wir in Berlin sagen, wir verpflichten uns auf diese Nachhaltigkeitsziele, und zwar in sichtbarer Weise, und geben uns eine Perspektive, beispielsweise 20.530 für die Weltausstellung. Das ist ein Ziel und wir versuchen alles das, was gesagt wurde an Möglichkeiten, Fußball und was in den Kiezen notwendig ist, Schulen, exemplarisch auf diese Nachhaltigkeitsziele hin zu orientieren, dann haben wir einen großen Spielraum, wirklich in den Bereichen von Berlin das zu realisieren, was wir wollen. Wenn der Senat dahinter steht, dann können das Modellprojekte sein, die dann als Modellprojekte dann auch Showcase sind und Beispiele sind für die Welt, wie eine Stadt sich organisieren könnte. Dann haben wir den theoretischen Unterbau und wir haben das Praktische und wir haben damit den Senat und ich denke, damit könnten wir vorankommen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Ganten. Es gab noch eine Meldung. Frau Stoffers, Sie noch? Oder nicht? Nee, ne? Doch, okay. Vielen Dank. Es sind jetzt hier ganz viele verschiedene Begriffe genannt worden. Einmal ging es um den Abbau der Überregulierung, es ging um die Stärkung der Wirtschaft, es ging um die Stärkung des unteren Drittels, es ging um den Übergang Schule-Beruf und es ging jetzt um das Nachhaltigkeitsthema. Und daran sieht man ja, jeder von uns trägt sein Themenpäckchen mit sich herum und denkt natürlich, das ist jetzt das Wichtigste und das muss jetzt Vorrang haben. Und wenn wir uns das Papier anschauen, dann fehlen natürlich Gruppen dieser Gesellschaft, die das Papier eben nicht mit unterschrieben haben. Und mehrfach ist ja gesagt worden, wir haben jetzt hier kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Und von daher finde ich den Vorschlag von Herrn Ganten nicht schlecht. Und man könnte den ja vielleicht auch nochmal weiterentwickeln, dass man sagt, wir geben einfach Zukunftsfelder vor, und zwar eine ganze Menge. Und wir lassen, und das wäre etwas, was auch der Staat, die Senatsverwaltung machen könnte, wir lassen im Sinne eines Wahlomates einfach mal die Bürger voten, welche Themen, vielleicht welche 7 Themen sind für sie ganz wichtig. Und innerhalb dieser 7 Themen werden Best Cases entwickelt und werden Umsetzungsvorschläge gemacht, die dann auch wirklich in die Umsetzung kommen. In einem Berlin-Forum haben wir eine ganz wunderbare Darstellung gehabt, wie an welchen Stellen sich ukrainische Flüchtlinge mehrmals anmelden müssen. Herr Hubertus von Rönne hat dieses Projekt begleitet. Ich glaube, ein ukrainischer Flüchtling muss 7 bis 8 Mal im Land Berlin seine Daten völlig neu eingeben. Ja? Und daraus konnten ganz klar, also aus diesem Berlin-Forum konnte ganz klar eine Anleitung abgeleitet werden. Und ich finde, auch hier kann man das sehr gut sehen. Wir haben unterschiedliche Themen. Nur die Frage ist ja,
wollen wir diese Themen priorisieren oder öffnen wir uns viel weiter und nehmen viel mehr Gesellschaft mit und sagen, in Form eines Wahl-O-Mats müssen Themen priorisiert werden und dann kann man gemeinsam mit Verwaltung, mit Politik und suchen wir uns die 7 wichtigsten erstmal aus, damit auch dieser Punkt der Selbstwirksamkeitserfahrung im Sinne der Demokratie wieder Einzug erhält bei uns. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil viele haben sich verabschiedet, die sagen, ich werde nicht mehr selbstwirksam. Aber wenn ich mitvoten kann und wenn ich dann in die Umsetzung komme, weil alle sich sagen, okay, diese 7 Felder, Zukunftsfelder sind und daran arbeiten wir. Und dann können wir vielleicht wirklich nach 2, 3 Jahren maximal zeigen, denn wenn ich mir ganz konkrete Punkte ausgesucht habe, dann ist es leichter, in die Umsetzung zu kommen. Ich denke, das wäre vielleicht ein Vorschlag, den man weiter diskutieren könnte. Ja, prima. Das war ja fast ein Schlusswort. Denn jetzt ist auch gleich Schluss, weil die Nächsten schon mit den Hufen scharren, zu Recht, weil wir schon etwas überzogen haben. Das sollte ja auch nur der Beginn einer Diskussion über dieses Thema sein, die wir mit Sicherheit fortsetzen und fortsetzen müssen. Und mein Eindruck, muss ich sagen, war auch, ein Diskutant hat ja hier die Behauptung aufgestellt, wir wüssten ja eigentlich alle, wo es hingeht und müssten nur noch umsetzen. Den Eindruck hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich. Jeder hat eben in der Tat, wie Sie es formuliert haben, sein Thema. Also ich glaube, dem Prozess, sich zu verständigen auf das, was wir alle gemeinsam wollen, vieles von dem, was hier gesagt worden ist, ist problemlos zu ergänzen. Also die Aspekte ergänzen sich, aber einiges von den Sachen war auch so, dass sie sich eben vielleicht auch widersprechen und nicht vereinbart werden können. Insofern können wir uns, glaube ich, in Diskussion darüber, was wir inhaltlich gemeinsam wollen, und das ist ja letztlich dann eine Kompromissfindung, nicht ersparen, aber gleichzeitig muss man eben darüber nachdenken, wie kann man es denn dann auch wirklich umsetzen. Man kann das sicher auch weitgehend parallel machen und die Wege, wie das gemacht werden kann, sind ja hier bereits von Herrn Ganten und von Frau Stoffers aufgezeigt worden. Also damit würde ich es jetzt bewenden lassen, bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Inputs, für Ihre rege Teilnahme. Vielen, vielen Dank. Das Thema gibt es aber ja auch wirklich her. Und ich bin ganz sicher, Fortsetzung folgt. In dem Sinne, vielen Dank. Und ich übergebe an Herrn Knoch, ganz wichtig. Dankeschön. So, ich will einfach ganz dicht anschließen. Wir haben ja gehört, man kann Visionen haben, man kann Vorstellungen haben, aber jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Und diesen ersten Schritt, nämlich die Verwaltungsreform, haben wir, glaube ich, in Berlin bereits begonnen. Das war hier in dem Saal, das war sehr beeindruckend, das mitzubekommen, wie alle quasi auf Herrn Kleindieck eingeredet haben und er am Schluss dann gesagt hat, okay, dann fangen wir mit so einem Workshop zusammen an. Und der Kontakt, der da untereinander in der Zivilgesellschaft entstanden ist und der auch in die Verwaltung hinein entstanden ist, wo wir wirklich jetzt regelmäßig miteinander sprechen, auch wenn heute Abend niemand aus diesem Bereich hier vertreten ist, kann man sich auch mal auf der Zunge vergehen lassen, der ist, glaube ich, wirklich exemplarisch. Ich will jetzt gar nicht viel reden, sondern gleich auf das Podium rufen vom AIV, Tobias Nöfer, vom VBKI, Thomas Letz, von der IHK, Markus Krause und natürlich für die gesamte Zusammenfassung Hartmut Bäumer, der in der Arbeitsgruppe Stadtmanagement mit Detlef Gottschalk, mit Dirk Jordan und vielen anderen, Frau Grundmann, die hier saß, genauso diese Verwaltungsreform inhaltlich auch weiter betreibt. Hier ein Mikro, wir fangen gleich an und Hartmut Bäumer. Ja, erstmal freue ich mich sehr, hier mit Ihnen über ein Thema weiter diskutieren zu können, das nicht nur mich persönlich, sondern auch die Stiftung Zukunft Berlin nicht nur seit dem letzten Jahr, absolut, sondern seit eigentlich beinahe 25 Jahren oder 20 Jahren beschäftigt. Volker Hasselmer ist auch hier. Ich entsinne mich, wir haben vor Jahren in einer Enquete-Kommission eine Zukunft für Berlin schon mit diesem Thema uns beschäftigt. Und ich glaube, wir kommen ganz langsam, ich sage das mal deutlich, ganz langsam Schritte näher dahin, dass auch etwas umgesetzt wird. Dass also das Erkenntnisdefizit
das nicht da ist, in einen hoffentlich Umsetzungsschritte folgt. Ich möchte ganz kurz was sagen zu uns, Stiftung Zukunft Berlin und da die AG Stadtmanagement. Da sitzen einige von denen, die da mitarbeiten, auch hier im Raum. Die letzte Moderatorin ist dabei, sitzt hier. Herr Klostermeier. Klaus-Peter Klostermeier, Dirk Jordan und Hubertus einige von Rönne, andere, die jetzt hier nicht da sind. Wichtig ist, dass dies alles Menschen sind, die Verwaltungserfahrung, sei es in Berlin, sei es in den Bundesländern hatten. Das heißt, es ist eine sehr gute Mischung auch von unterschiedlichen Erkenntnissen und Erfahrungen. Wir hatten auch lange Zeit Mitarbeit von Professor Musil, der leider letztes Jahr sehr jung gestorben ist und der aus meiner Sicht immer noch das beste Buch zur Berliner Verwaltung als solches geschrieben hat. Ich sage das, damit auch klar ist, vor welchem Hintergrund wir uns verständigen. Wir haben gerade im letzten Herbst, nach der Berlin-Forum-Sitzung im letzten Sommer, uns mit dieser Frage noch einmal sehr intensiv beschäftigt, wie kriegen wir da etwas voran bei den Inhalten, aber auch bei der Methodik, wie kann denn Verwaltungsreform umgesetzt werden. Da haben wir uns im Herbst 2022 zunächst hingesetzt und haben 7 Reformschritte vorgeschlagen und die auch öffentlich gemacht. Ich komme da gleich drauf zurück. Dann haben wir mit den Organisationen, die hier mit am Tisch sitzen, auch einen gemeinsamen Aufruf gestartet von der Stiftung an die Politik und die damals regierenden und in der Opposition befindlichen Parteien und das in diesem Jahr nochmal erneuert mit der Aufforderung, dass man bitte bei der grundsätzlichen Zustimmung zur Notwendigkeit von Reformen jetzt auch dabei bleibt. Und ich hoffe, dass es auch so kommen wird. Wir haben uns dann in den letzten Monaten sehr konkret mit einzelnen Schritten nochmal beschäftigt. Die werde ich jetzt anreißen. Diskutieren können wir sie dann gemeinsam, was aus unserer Sicht unbedingt notwendig ist. Das ist auch schon über Jahre immer wieder diskutiert worden, aber damit es nochmal deutlich wird, das waren die zentralen Punkte. Als ersten inhaltlichen Punkt zur Methodik komme ich dann auch noch. Es geht um die transparente Verantwortungsorganisation durch einheitliche und verbindliche Regelungen zur Aufgabenerledigung, zur Zuständigkeit und Produktkompetenz aller Senatsverwaltungen, Landesämter und Bezirksämter. Um das ganz konkret mal zu machen, nicht so technisch, es geht um das Ende des Behörden-Ping-Pong und der Doppelzuständigkeit durch klare Kompetenzregeln. Wir wissen als Verwaltungspraktiker, dass das leichter gesagt ist als getan, in Berlin ganz besonders, weil es auf einer bestimmten Kultur aufsetzt, die eher, ich sage das mal so, auf die Vermischung der Verantwortlichkeiten setzt und damit natürlich auch alle handelnden Personen entlastet. Denn man kann ja immer sagen, es war der andere eigentlich zuständig. Genau das muss in Zukunft abgeändert werden. Und wir haben auch eine ganz konkrete Forderung noch für dieses Jahr. Wir wissen, das ist schwierig und es ist nur unter Einbeziehung aller Betroffenen möglich. Aber was wir kurzfristig in diesem Jahr regeln könnten, wäre die Klärung der Zuständigkeit der Bezirke für die ihnen eigenen Aufgaben, nämlich die sogenannten gemeindlichen Aufgaben. Das müsste möglich sein, schon in diesem Jahr festzulegen, damit auch klar wird, welche Aufgaben in der Tat von den Bezirken alleine wahrgenommen werden. Bestenfalls mit einer Rechtsaufsicht. Ich gucke Frau Remlinger an, die Bezirksbürgermeisterin. Ich glaube, wir sind uns da ziemlich einig, dass das ein möglicher Schritt ist, der in diesem Jahr schon gemacht werden kann. Insgesamt geht es aber auch um die Verbesserung der gesamtstädtischen Steuerung im Rahmen erstmal der gegebenen Verfassung. Das heißt, wir brauchen verbindliche und mit Zeitvorgaben versehene Absprachen zu Ziel- und Projektvereinbarungen über alle Ebenen hinweg, also Senat, Bezirke und
Landesämter. Wir brauchen auch die Fachaufsicht für übertragene Aufgaben, also für Aufgaben, die der Senat selber nicht wahrnimmt und nicht wahrnehmen kann, sondern an die Bezirke oder auch an Landesämter zur Erledigung überträgt. Wenn das geschieht, muss es auch eine Fachaufsicht geben zur Regelung oder eine Weisungsform, dass es in einer bestimmten Weise und zwar dann auch in den Bezirken gleichmäßig wahrgenommen wird. Dann brauchen wir Klarheit über die Frage der Eingriffsrechte. Da ist die Verfassung, gibt da vor, dass nur in bestimmten Fällen eben Eingriffe möglich sind. Wir würden das gerne, und dann sind wir beim nächsten Schritt, in einer Verfassungsänderung klarstellen, worum es da geht und worum es da nicht geht. Denn die Bezirke müssen sehr wohl wissen, dass sie bestimmte Aufgaben dann selbst erledigen und nicht immer das Damoklesschwert über sich haben. Es könnte ja sein, dass der Senat dann die Aufgabe an sich zieht. Wir glauben auch, dass wir eine Verfassungsänderung brauchen, weil wir die innerbezirklichen Strukturen geändert sehen wollen. Wir haben im Moment eine Situation in den Bezirksämtern, dass in gewisser Weise die Bezirksbürgermeisterin, der Bezirksbürgermeister aus meiner Sicht, ich habe große Behörden in anderen Ländern geleitet, sozusagen wie eine Königin oder König ohne Land ist. In dem Moment, wo zwei Stadträte unterschiedlicher Meinung sind oder auch nicht zu Potte kommen, warum auch immer, kann die Bezirksbürgermeisterin oder der Bezirksbürgermeister bisher im Grunde nur gut zureden. Und das ist eine Situation, die nicht nur für Bürgerinnen und Bürger und die Verwirtschaft, sondern eigentlich für jeden, gerade der von außen auf diese Stadt guckt, sagt, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Also wir wollen hier so etwas wie eine Richtlinienkompetenz für die Bezirksbürgermeisterinnen und Bürgermeister einführen. Das geht aber nur mit einer Verfassungsänderung, in der im Übrigen dann auch die Frage nochmal geklärt werden muss, wann greift Fachaufsicht und welche Eingriffsrechte des Senates soll es daneben noch geben? Das ist ein offener und politisch zu diskutierender Punkt. Wir wollten ihn nur auf jeden Fall geklärt wissen. Ganz wichtig ist für die Zukunft die Personalgewinnung und das Personalmanagement. Wir wissen, dass wir große Probleme haben in der Rekrutierung weiterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung. Das hat viele Gründe, sicherlich auch zum Teil finanzielle, aber auch strukturelle, die mit der mangelnden Klarheit in der Verwaltung auch verbunden sind. Ich erinnere daran, dass wir nicht eine einheitliche Besoldung sozusagen auf Senats- und Bezirksebene haben. Das kann eigentlich nicht sein, dass jemand, der auf Bezirksebene, sagen wir mal, genauso wichtige Aufgaben wahrnimmt wie jemand, der in der Senatsverwaltung sitzt, häufig, nicht generell, aber häufig schlechter bezahlt ist. Da brauchen wir ganz klar eine einheitliche Besoldung und Entlohnungsstruktur nach der Wertigkeit der Aufgaben. Auch die Frage der Rekrutierung und der Personalgewinnung insgesamt muss einheitlich für Gesamt-Berlin geregelt werden. Wir brauchen dann die Verbesserung bei der internen Steuerung und Leistungsfähigkeit in Bezirksämtern, das habe ich eben schon angesprochen, insbesondere was die Kompetenzen der Bezirksbürgermeister und Meisterinnen angeht. Auch die Frage der Qualifikation der Stadträte, der gewählten Stadträte, muss besser geklärt werden. Im Moment ist es nicht so, dass da nur lauter inkompetente Menschen sitzen. Das wäre ein ganz falscher Blick. Aber wir haben eine Situation derzeit, dass es nach Parteienproporz geht und die Parteien schlagen ihre Kandidatinnen und Kandidaten vor, ohne dass jedenfalls in allen Fällen, ich sage das ganz vorsichtig, sozusagen die Qualifikation dieser Person für diese Stelle auch nachgewiesen werden muss. Sie merken, ich mache das vorsichtig, weil es ja darum geht, dass man hinterher einen Konsens erzielt. Als letztes
möchte ich einen Punkt ansprechen, der ganz wichtig ist, aber aus unserer Sicht manchmal mit einem etwas falschen Zungenschlag bedient wird, die Digitalisierung. Ohne eine Digitalisierung wird es eine vernünftige und rasche, notwendige Verwaltungsreform nicht geben und auch weniger die Möglichkeit besteht, die Zivilgesellschaft in die Verfahren einzubeziehen. Das brauchen wir. Wo der falsche Zungenschlag manchmal liegt, ist, wenn Digitalisierung als eigenständiges Ziel angegeben wird. Nein, aus meiner Sicht jedenfalls ist es ein Mittel zum Weg, zum richtigen Ziel. Aber wichtig ist, dass da wirklich etwas vorangeht. Als letztes, ich habe meine Zeit hoffentlich nicht zu sehr über in Anspruch genommen, passt, zum Verfahren der Methodik und der Reformimplementation. Reformen, wie sie in Berlin notwendig sind und die wir seit über 20 Jahren diskutieren, müssen unter Einbeziehung aller Beteiligten und Betroffenen auf Senats-, Bezirks- und Landesamtsebene in enger Abstimmung mit dem Abgeordnetenhaus, das ich mir hier wünschen würde, jenseits der Opposition auch stärker vertreten zu sehen. Aber es ist nun mal so, die Opposition nur das eingeschoben, wird bei dem ganzen Reformprozess gebraucht. Also das möchte ich hier ganz klar sagen. Und da erwartet auch die Stiftung, dass es von der Opposition jetzt keine, sagen wir mal, generelle Nein-Haltung gibt, sondern dass man sich an dem messen lässt, was man auch vor den letzten Wahlen gesagt hat. Wir brauchen also auch diese Abstimmung mit dem Abgeordnetenhaus und mit der Zivilgesellschaft. Wir repräsentieren hier mit etwa 24 Organisationen, die sich an unserer Aktivität beteiligen, sicherlich nicht die gesamte Zivilgesellschaft, aber wie das ja immer so ist, wir können nur so viel darstellen, wie sich dann Menschen auch engagieren. Aber wir sind offen dafür, dass alle Argumente, heute sind ja auch schon einige genannt worden, in den Prozess eingespeist werden. Ganz wichtig, und das fordern wir von der Stiftung jetzt seit einem Dreivierteljahr sehr deutlich, und der jetzige regierende Bürgermeister hat das uns gegenüber ausdrücklich begrüßt, wir brauchen ein Monitoring des Reformprozesses. Monitoring heißt, es wird durch einen externen Monitor oder Monitorin sozusagen das Gesamtprogramm mitentwickelt und vorgestellt. Also welches sind die nächsten Schritte, die zu leisten sind? Welche Zeitvorgaben gibt Mann und Frau sich dafür? Und das Monitoring bedeutet die Rückkopplung der Ergebnisse oder Nichtergebnisse mit der Zivilgesellschaft und mit der Öffentlichkeit. Die Befürchtung, die wir haben, ist, dass etwas wieder in langen Diskussionen im Sande verlaufen könnte. Wir hoffen und gehen davon aus, dass das diesmal nicht der Fall ist, weil einfach der Druck so groß ist und weil eigentlich auch alle Parteien sich dazu bekannt haben, diesen Reformprozess zu gehen. Aber ohne so ein Monitoring, wo dann zum Beispiel eben mal gesagt wird, Leute, ihr habt doch gesagt, am 30. September sind die und die Schritte vollzogen und jetzt ist der 15. und ich sehe immer noch nichts. Das ist wichtig, dass da sozusagen auch dieser Aufmerksamkeitsdruck, möchte ich das mal nennen, aufrechterhalten bleibt. Ich bin damit weitgehend durch und möchte nochmal sagen, hoffentlich sehen wir uns in einem Jahr mit sehr konkreten Zwischenergebnissen wieder. Und ich möchte ganz persönlich noch was ergänzen, weil das eben kam mit der Ermöglichungsverwaltung. Ich habe eine große Behörde in Hessen geleitet und vor 25 Jahren dort, weil auch alles ein bisschen schwierig war, von der Ermöglichungsverwaltung weg von der Behinderungsverwaltung gesprochen. Manche meiner Mitarbeiter haben mich, vorsichtig gesagt, schräg angeguckt. Ich bin froh, dass wir da heute weiter sind und hoffe, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Dankeschön. Vielen Dank, Hartmut Bäumer. Bevor wir jetzt hier gemeinsam in die Diskussion einsteigen, will ich sozusagen dieses Kernteam, weil ich glaube, so kann man das nennen, dieser Zivilgesellschaft kurz vorstellen und Ihnen auch dann gleich das Wort geben. Fangen wir einfach, ich
ich weiß nicht, wer will als erstes, melden Sie sich, Herr Löfer, Sie sind hier. Wir machen diese Arbeit ziemlich stark gemeinsam. Wir stimmen uns untereinander sehr, sehr intensiv ab. Wir tragen diese Ergebnisse in die Verbände, in unsere Verbände, und wir haben uns aber auch anhören lassen müssen, dass wir die Zivilgesellschaft nicht repräsentieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das war letztes Jahr im September, Oktober in etwa, und wir haben uns dann auf den Weg gemacht. Der Migrationsrat ist jetzt sozusagen bei dem Konsenspapier mit dabei, die Kirchen sind mit dabei, der Sport ist mit dabei, um diese Behauptung, wir sind Zivilgesellschaft, nochmal deutlich zu stärken. Aber der AIV hat ja da, was die Verwaltungsreform betrifft, sehr starke Impulse auch gesetzt. Herr Löfer, zwei Takte dazu. Ja, wir haben ja, ich muss ja vielleicht vorweg schicken, ich bin ja so, würde es mal ganz emotional betrachten, was die Verwaltungsreform angeht. Ich bin so zwischen Euphorie und Angst. Ja. Muss man das vielleicht ängstliche Euphorie nennen oder euphorische Angst? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich glaube, wir haben sehr viel erreicht. Wir sind sehr weit gekommen in den letzten Jahren. Ich habe dann immer wieder solche Dinge, die mir über den Weg laufen. Neulich wurde daran erinnert, dass der regierende Bürgermeister Eberhard Diepken vor 30 Jahren Ähnliches gesprochen hat, wie das, was wir hier diskutieren. Aber ich glaube tatsächlich, wir sind weit vorangekommen. Wir als AIV haben das ganze Thema ja umkreist, im Grunde genommen, indem wir Visionen präsentiert haben vor zweieinhalb Jahren und gesagt haben, wie sieht denn die Berlin-Brandenburger Region in 50 Jahren aus? Und das ist so ein bisschen, es war gerade hier von der Akustik im Raum hier die Rede, also es war so in den Raum geworfen, hatte ähnlichen Widerhall, etwas verzerrt aus der Verwaltung, also so ganz, ist etwas verhallt auch, das, was wir so produziert haben. Man kann den Ball immer noch wieder aufnehmen, aber ich glaube, was nicht verhallt ist, ist tatsächlich, dass man eingesehen hat, wir brauchen eine grundlegende Verwaltungsreform, und zwar wirklich so, wie Sie das gerade, Herr Bäumer, geschildert haben. Das ist zum Glück jetzt jedem klar. Und ich finde, man kann es wirklich auch betonen, dass die letzte Koalition da sehr gut gearbeitet hat, kurz vorm Ende der Koalition noch ein Grundsatzpapier, Eckpunktepapier verabschiedet hat, wo hoffentlich jetzt alle noch zu stehen. Und das ist ja wirklich aus meiner Sicht das Wichtigste, was wir jetzt hier machen können. Wenn alles, über das wir hier reden, über Migrationsprobleme, über den Arbeitsmarkt und letztlich auch über das, was Sie gerade sagten, die Personalfrage in den Verwaltungen, hängt davon ab, dass wir eine gute Struktur haben. Wenn wir keine gute Struktur haben, dann wenden sich die jungen Leute frustriert von der Verwaltung ab, weil niemand will in so einer dysfunktionalen Struktur arbeiten. Motivierte Leute und sozusagen auch eine gute Verwaltung kann nur in einer guten Struktur arbeiten. Und da ist natürlich der Appell an alle, die hier im Raum sitzen, sich daran zu beteiligen und sich intensiv einzubringen, weil wir, die wir hier sitzen, gemerkt haben, das ist tatsächlich effektiv, das ist tatsächlich kann erfolgreich sein. Also wir müssen gemeinsam dranbleiben. Das fordert die Politik auch von uns, dass dieses Thema tagesaktuell immer wieder behandelt wird und mit dem Monitoring von unserer Seite begleitet wird. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber der Druck muss aufrechterhalten bleiben. Wir haben ja in der Presse immer wieder mitbekommen, und die Zahlen sind wirklich erschreckend. Bis 2030 werden 40% der Beamten ausgetauscht werden müssen. Das heißt, wir wissen, in den nächsten 6-7 Jahren wird quasi die gesamte Beamtenschaft in einer neuen Realität aufwachen. Das wird digitaler sein, das werden komplett andere Menschen sein, das werden komplett andere Strukturen sein. Und diese Transformationsaufgabe hier in unserer Verwaltung, in der Hauptstadt hinzubekommen, ist eine Riesenherausforderung, die übrigens bei den Gewerkschaften, bei den Arbeitgebervereinen genauso gesehen werden. Wir fangen da auch das Gespräch an. Aber Thomas Letz vom VBKI habt ihr ja diese CEOs for the Future mitgegründet, die dieses Angebot ja auch machen. Genau, ich würde, wenn ich darf, vielleicht vorher nochmal so zwei einordnende Bemerkungen machen und auch einen Appell loswerden, aber ich komme gleich nochmal zu den CEOs. Vielleicht zur Einordnung, warum das Thema wichtig ist. Wir haben einmal eine, finde ich, sehr gefährliche Entwicklung bei den Bürgerinnen und Bürgern, die sich immer weniger mit Staat und Stadt und staatlichem Wirken identifizieren. Das heißt, die Bindungsgrade gehen da sehr stark zurück. Wir haben zeitgleich Wettbewerbsdisparitäten zwischen Deutschland und anderen Wirtschaftsräumen, wo Asien, der arabische Raum und auch Nordamerika einfach immer stärker an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen. Und für beide Aspekte ist ganz wichtig, wie staatliches Handeln funktioniert, wie reguliert wird, wie Dienstleistungen erbracht werden. Insofern haben wir an dem Punkt, glaube ich, tatsächlich keine Zeit mehr zum Diskutieren, sondern wir müssen sehr schnell handeln, weil sonst
Fakten entstehen, dass die AfD nicht mehr bei 20% liegt, sondern bei 30, 40 oder also was weiß ich, was ich mir nicht wünsche, und wichtige Wirtschaftsakteure in andere Wirtschaftsräume abwandern. Deswegen zentrales Thema, um das wir uns kümmern müssen und nicht mehr nur drüber reden sollten. Zweite grundsätzliche Einordnung, die Verwaltungsreform kann immer nur Kern einer größeren Verwaltungsmodernisierung sein, wo andere Aspekte mit reinkommen. Haben wir auch mal im Blick, ich wollte es noch mal sagen, weil Digitalisierung allein und andere Strukturen allein reichen nicht. Nimm mal ein Beispiel, wir hatten am Montag eine sehr gute Veranstaltung bei uns im VBKI mit den 100 Köpfen der Berliner Wirtschaft, der Tagesspiegel dort nicht da. Es hat eine sehr schöne Reihe gemacht mit 100 Repräsentanten. Da war unter anderem der Geschäftsführer von Miles mit dabei, Carsharing-Anbieter, der uns erzählte, dass er sämtliche Autos in Berlin zulassen wollte bei Kfz-Zulassungsstelle. Es ist eine Landessteuer, hätte dem Land Berlin relativ viel gebracht. Und die Antwort war dann, er müsste jedes Auto einzeln beantragen. So. Was hat er gemacht? Er ist nach Wiesbaden gegangen, die haben ihn mit offenen Armen empfangen. Er konnte alle Autos dort anmelden und das Land Berlin verliert eine Viertelmillion an Steuereinnahmen. So. Und das hat nichts mit Digitalisierung oder mit anderen Strukturen zu tun, sondern einfach mit einer anderen Denke, mit einem Mentalitätswechsel in den Köpfen. So. Genau, und dann der dritte Punkt wäre ein Appell. Wir haben ja hier auch Vertreter aus den Bezirken und auch vom Land. Das ist kein Thema für politische Spielchen. Das richte ich sowohl an die Parteien, also es geht nicht darum, in 3 Jahren vielleicht ein halbes Prozentpünktchen mehr rauszuholen, indem man irgendwas blockiert oder zwischen Land und Bezirken Spielchen macht, um vielleicht noch ein bisschen mehr Einfluss irgendwo zu sichern. Das Thema ist zu wichtig aufgrund dessen, was ich in der ersten Bemerkung, glaube ich, gebracht habe. Genau. Du hattest nach den CEOs gefragt. Du hast nach den CEOs gefragt. Ich begrüße auch Jörg Ritter. Hinten sitzt er von den CEOs vor Berlin im Präsidium des VBKIs. Da ist der Grundgedanke, ein Projekt aufzusetzen, was Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung eben genau dazu ertüchtigt, diesen Mentalitätswechsel auch zu erleben und dann auch in die Breite zu bringen. Also höhere Risikobereitschaft zu haben, entscheidungsstärker zu sein, eher in Projektstrukturen zu denken und zu arbeiten, also genau diese Kompetenzen auch stärker ins öffentliche Leben zu bringen und dann eben diesen Mentalitätswechsel auch zu leben. Weil die Unternehmen diese Transformation eben auch durchmachen mussten und da Erfahrungen gesammelt haben. Aber Markus Krause von der IHK, vielleicht ein paar Worte. Ich fand das ja sehr beeindruckend bei dem Wirtschaftskonvent, bei der Arbeitsgruppe, die ihr hattet in der IHK, wie vom Ostdeutschen Fondsunternehmerverband bis zu allen anderen, Ostdeutschen Bankenverband war da, glaube ich, mit dabei, wie von allen Seiten der Wirtschaft quasi unisono gekommen ist, das behindert uns, das macht nicht nur den Staat schwächer, sondern das behindert auch die Einnahmesituation, also die wirtschaftliche Situation der hiesigen Unternehmen. Vielleicht 2 Takte dazu, welche Dringlichkeit da vorhanden ist. Ja, vielen Dank und schönen guten Abend auch in die Runde nochmal von mir. Das ist genau so, wie Sie das nochmal zusammengefasst haben, beim runden Tisch der Wirtschaft geäußert worden. Wir benutzen oft diesen Begriff Power-User, dass die Unternehmer die sogenannten Power-User der Verwaltung sind, denn wir alle persönlich kennen natürlich, dass man mal alle Jubeljahre einen Reisepass verlängern muss und dann vielleicht maximal so wenige Male im Jahr also Verwaltungsgänge hat. Bei den Unternehmen können das bis zu 100 pro Jahr sein. Und wenn dann die Herausforderungen mit der Leistungsfähigkeit der Verwaltung so groß sind, dann kann man sich ausmalen, was das so für die unternehmerische Praxis auch bedeutet, für den Wirtschaftsstandort insgesamt. Deswegen ist das ein sehr großes Thema für uns oder für alle Wirtschaftsvertreter in Berlin. Und wir haben natürlich mit einigem Optimismus festgestellt, also Optimismus jetzt vielleicht ein bisschen falsch, aber wir haben festgestellt, dass das große Wahl, die große Wahlpanne in Berlin die Aufmerksamkeit für das Thema deutlich erhöht hat, obwohl das Problem ja nicht dadurch entstanden ist, aber die Aufmerksamkeit, die kann ja immer noch mal so einen Push vertragen. Ich möchte noch mal unterstreichen, was Herr Bäumer schon sagte anfangs. Uns ist jetzt ganz wichtig, dass diese Aufmerksamkeit für das Thema jetzt nicht wieder abebbt, sondern die Umsetzung weitergeht.
Und was uns bei der Zusammenarbeit, die wir ja sehr intensiv gerade jetzt in dieser Phase seit letzten Herbst gepflegt haben, was uns dort geleitet hat, ist eben diese Umsetzungsorientierung von der sehr übergeordneten, abstrakten Ebene runter auf möglichst mundgerechte, konkrete Maßnahmen. Nicht nochmal Bestandsanalyse und Feststellungen, sondern das Wie kommen wir zum Ziel, was Herr Spitzley auch schon sagte. Und Frau Dunger-Löper, Sie sagten vorhin was, das würde ich auch gerne nochmal aufgreifen, und zwar, das war nur so ein Halbsatz, aber für mich ganz wichtig, und zwar, Sie sagten oder haben angeregt, bodenständiger vorzugehen. Das ist genau richtig so. Noch ganz kurze Anekdote, dann bin ich fertig. Wir hatten vor kurzem wieder das Creative Bureaucracy Festival in Berlin. Eine riesige Veranstaltung, die sich ja an Teilnehmer aus der ganzen Welt richtet, im weiteren Sinne zur Verwaltungsmodernisierung und dem Innovation im öffentlichen Sektor. Sehr breit, allerdings eine super Veranstaltung und auch schön, dass die in Berlin stattfindet. Da hören Sie Beispiele aus aller Welt, wie Verwaltungen optimiert werden, wie so einzelne Prozesse digitalisiert werden und so weiter. Wenn man da so zuhört und sich die Beispiele anguckt, manchmal fragt man sich, wann kommt denn jetzt die Stelle, wo Leute von einer ganz ausgefeilten Strategie berichten. Und am Ende gewinnt man aber den Eindruck, dass vielleicht der praktische Effekt nicht zwingend ewig zunimmt, je komplexer, je ausgefeilter, umfangreicher und vor allem je zeitaufwendiger die Strategie war, die da vorgeschaltet war. Also von daher möchte ich da vielleicht nochmal auch anregen, vielleicht mehr Mut, die bestehende Strategie, die bestehenden Strategien umzusetzen, bevor man eine neue anfängt. Und wir sprechen ja oft bei Gesetzen vom Digital-Check, ja, dass jedes Gesetz muss in der Umsetzung den Digitalisierungskriterien genügen. Vielleicht brauchen wir auch sowas wie so einen Strategie-Check, wo man immer erst sich mal fragt, gibt es zu bestimmten Themen schon eine Strategie? Falls ja, machen wir keine neue. Dankeschön. Also Voraussetzung dafür, dass man diesen Strategiecheck macht, ist, dass man mit den Partnern sprechen kann. Und unser Partner in dem Fall, wir berichteten ja letztes Jahr, saß hier Ralf Kleindiek, unser jetziger Partner ist Frau Clement. Die haben wir bisher noch nicht getroffen und wir wissen ja alle, dass sie auch nicht aus dem Bereich der Verwaltungsmodernisierung kommt. Aber wir hören, wenn wir uns die Sachlage anschauen, das Eckpunktepapier, von dem jetzt immer wieder mal gesprochen wurde, ist glücklicherweise von der letzten Regierung, ich glaube es war am 12. Februar, vom Senat beschlossen worden. Dieses Eckpunktepapier ist jetzt, wird wieder aufgearbeitet, weitergearbeitet zu einer zweiten Senatsbefassung, die jetzt Anfang Juli ansteht. Das Eckpunktepapier ist im Februar schon zum Rat der Bürgermeister gekommen. Frau Remlinger ist ja hier. Und wenn ich richtig informiert bin, hat heute früh die Rat der Bürgermeister-Sitzung stattgefunden, die genau auch sich dazu verhalten, wo Frau Clement auch vorstellig geworden ist. Und die Resonanzen, wenn ich sie richtig verstanden habe, sind positiv. Also Sie haben ganz guten Eindruck von der Qualität, die dann da auch und von dem Willen, der da steht. Das zeigt uns, also wir brauchen diesen Kontakt zu den Verwaltungspartnern, wir brauchen diesen Kontakt, um da auch richtig weiterzuarbeiten. Aber die Sache ist am Kochen, also die Suppe ist sozusagen aufgesetzt. Ich würde jetzt gerne in einen kurzen Take in das Publikum abgeben. Es sitzen ja sehr viele Kundige hier. Ich frage nochmal, weil ich das nicht alles überblicken kann, aus der Politik wollte Frau Lasic hier sein. Ist sie gekommen? Sie ist da, wunderbar. Julia Schneider wollte, glaube ich, auch kommen. Sie sind auch da, hervorragend. Frau Lasic ist Sprecherin für Bildung, Wissenschaft und Forschung in der SPD. Julia Schneider ist immerhin stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Sprecherin für Personal und Verwaltung. Und Tobias Schulze wollte auch kommen. Den kenne ich nun und habe ihn hier heute nicht gesehen. Frau Lasic, kurzen Take von Ihrer Seite aus. Ja, genau, ich mache das ganz kurz. Herr Bäumer, ich muss Sie leider enttäuschen, dass Sie so... Ich muss nur näher ranhalten, oder? Ja, jetzt ist richtig, es war an. Und ich, Herr Bäumer, sozusagen, ich muss Sie enttäuschen, es ist tatsächlich sowohl die regierende Koalition als auch die Opposition seitens des Abgeordnetenhauses vertreten. Ich freue mich, das erste Mal dabei zu sein und empfinde auch die Debatte jetzt auch als stark
bereichernd, sozusagen für diejenigen, die mich nicht kennen. Ich durfte, bevor ich jetzt wieder ins Parlament gekommen bin, als Nachfolger von Steffi Remlinger auch in die Niederung der Bezirksverwaltung mit einsteigen als Schulstadträtin. Und deswegen muss ich halt eben sozusagen ähnlich wie Sie das alle betont haben, obwohl mein Herz vor allen Dingen für die Themen der Schulpolitik brennen, die Notwendigkeit einer Verwaltungsreform im Zusammenhang mit der Digitalisierung ist einfach das brennendste Thema der Zeit. Ich wollte aber vor allen Dingen auf eine bestimmte Analogie zwischen unserer Rolle und Ihrer Rolle eingehen. Herr Meng hat das am Anfang ziemlich schön formuliert, sozusagen die Regierung ist in einem steten Wechsel vorbehalten, aber an einer Sache ändert sich nie etwas, und zwar ist es in der Rolle, die das Abgeordnetenhaus gegenüber der Exekutive immer einnimmt, in unterschiedlicher Funktion zwischen Opposition und Regierung, aber trotzdem ist immer die Rolle der Impulsgeber und halt eben auch der vorsichtig auf die Finger schauer, sozusagen, das ist unsere Rolle und die teilen wir mit Ihnen. Sozusagen, das heißt, deswegen hoffen wir auch, in stetem Austausch auch mit Ihnen zu bleiben und sowohl Ihre Impulse auch mit aufzugreifen und weiterzutragen, aber eben auch die Kontrollfunktion und die kritische Begleitung, die teilen wir auch. Und da stehen wir, glaube ich, egal ob in Regierung, Opposition, Ihnen auch jederzeit zur Verfügung. Vielleicht so viel von mir. Vielen Dank, Frau Schneider. Das ist ja, glaube ich, wirklich das Spannende, dass wir hier im Haus der Exekutive sind und jetzt hier zwei Vertreterinnen aus der Legislative da sind. Frau Schneider. Ja, ich werde es nicht ähnlich kurz schaffen wahrscheinlich, aber ich stelle mich auch mal kurz vor. Mein Name ist Julia Schneider und ich bin, ja stimmt, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, aber vor allem auch Sprecherin für Verwaltung und Personal und Sprecherin für Umwelt der Bündnisgrünen Fraktion im Abgeordnetenhaus. Und ich bin dort seit November 21 und vorher war ich in der Berliner Landesverwaltung und da tatsächlich auch mal im Bezirk. Und wir haben zwar den gleichen Tarifvertrag, aber die Realitäten in der Umsetzung sind dann doch sehr unterschiedlich zwischen Bezirken und Senatsebene, kann ich bezeugen, habe ich mitbekommen. Und worauf wollte ich eigentlich hinaus? Achso, ich wollte damit erklären, warum diese Verwaltungsreform mir so ein Anliegen ist und auch diese Relevanz der Einbindung der Zivilgesellschaft. Sie haben ja vorgeschlagen, dass man ein Monitoring etabliert, wo eben auch die Zivilgesellschaft mit involviert ist. Und ich glaube, der Punkt ist einfach, dass Verwaltungsreform und Modernisierung schon sehr lange in aller Munde ist. Und es ist auch in der Verwaltung nicht anders. Es ist das so und so vielte Mal, dass jetzt ein neues Papier kommt. Und naja, die Reaktion ist häufig eher, es kommt ja sowieso nicht, bevor ich in Rente gehe. Das ist schade, aber das ist auch eine Art Erfahrung, die dort gesammelt wurde. Und man muss, glaube ich, sehen, auch die Menschen, die in Verwaltungen arbeiten, haben einen reichen Erfahrungsschatz und die gehören sogar auch zur Zivilgesellschaft. Wahrscheinlich häufig zur nicht organisierten Zivilgesellschaft, wenn sie sehr viel arbeiten und sich nicht noch engagieren können, aber häufig eben auch zur organisierten Zivilgesellschaft. Sie hatten es vorhin gesagt, dass gesagt wurde, sie wären jetzt nicht repräsentierend für die Zivilgesellschaft. Das finde ich ja schwierig zu sagen. Also wer ist da genau die Repräsentanz? Das müsste ein großes Querbeetbild sein und wie gesagt, es gibt sehr viel nicht organisierte Zivilgesellschaft, die wir aber, glaube ich, auch unbedingt mit reinnehmen müssen, denn das ist ja ein Verdruss, der geschaffen wird, ne? Durch Nicht-Nachvollziehbarkeit der Prozesse, dadurch, dass wir immer wieder sagen, wir wollen die Verwaltung reformieren, wir wollen jetzt was verändern. Ich bin sehr glücklich, dass wir dieses Eckpunktepapier noch zu Beginn, ich sage mal, wir haben da schon zu Beginn dieser Legislatur was erledigt, aber das ist auch schmeichelhaft, dass es jetzt sozusagen nochmal beschlossen wird. Vielmehr würde ich mir aber wünschen, dass klar ist, was jetzt für ein Prozess folgt. Also ich wünsche mir, das Eckpunktpapier gibt's, ich wünsche mir ein Konzept, einen Zeitplan, so wie man das beim Projektmanagement eben macht. Heute machen wir das, in zwei Monaten das und in einem Jahr das. Und das kann man dann nämlich auch gut rüberbringen und gut erklären, sodass eben nicht der Verdruss gezüchtet wird, weil von außen auch nicht so richtig einsehbar ist, was passiert. Und von außen, ja, damit meine ich jetzt auch, wir im Abgeordnetenhaus, wir wollen natürlich auch, also ne, wir können auch nicht alles innen sehen, sondern wir wollen das natürlich, wir fordern es immer wieder ein in Ausschüssen, im Parlament, in der Diskussion. Eigentlich auch hier, ich war auch gespannt mit unserer neuen CDO zu sprechen, das hat jetzt leider nicht geklappt, aber genau, wir haben da ein ähnliches Interesse und diese Analogie, die würde ich bestätigen, die du eben aufgemacht hast.
Genau, es soll ja ganz kurz sein, deswegen gucke ich mal, was ich mir noch Wichtiges aufgeschrieben habe. Ach so, doch, eine Sache will ich doch noch loswerden, weil es jetzt immer viel die Rede ist von der künstlichen Intelligenz, die alles ablöst. Und ich würde sagen, erstmal brauchen wir viel natürliche Intelligenz, bevor wir sagen, jetzt bauen wir Personal ab, war glaube ich so ungefähr das, na weiß ich nicht, was man da zwischen den Zeilen lesen konnte. Und ich glaube, das ist das Gegenteil von Attraktivität eines Arbeitgebers, nämlich zu sagen, wir brauchen euch in Zukunft aber nicht unbedingt. Und jetzt kommt die künstliche Intelligenz, es ist ja auch kein Fingerschnipsen, wenn es so wäre, dann hätten wir das Schnipsen schon erledigt. Und ja, ich glaube, dass dieser Fachkräftemangel, und das war in der vorherigen Runde ja auch nochmal ein wichtiges Thema, der Fachkräftemangel ist so eklatant, der wird so groß sein, dass unsere Verwaltung davon getroffen wird. Und natürlich wird die sich verändern müssen, aber das bedeutet, Prozesse zu verändern. Und das ist ja genau der Punkt, diese Prozesse anzugucken und zu reformieren. Und ja, ich glaube auch nicht, dass die Abkehr von moderner Sprache hilft, attraktiver für junge Arbeitskräfte zu sein, um diesen kleinen Seitenhieb noch unterzubringen. Danke. Vielen Dank, Frau Schneider. Vielen Dank. Was in der Presse immer wieder berichtet wurde im Zusammenhang mit dem Eckpunktepapier hieß ja, dass damit die Bezirke abgeschafft oder klein gehalten werden sollen oder dass die Macht dort beschnitten werden soll. Ich glaube, Hartung Bäumer hat das relativ klar dargestellt, dass es gerade eben nicht das Ziel. Sie sprechen, Herr Nöfer, immer von dieser doppelten Pyramide. Wir brauchen Sie in der Hauptverwaltung und wir brauchen Sie in den Bezirken. Frau Remlinger, wenn ich Sie einfach direkt danach fragen kann, nun sind Sie nicht von der hiesigen, man nennt das Große Koalition, also jedenfalls von Schwarz-Rot, sondern Sie sind Grün und Sie sind in Mitte Wedding die Bezirksbürgermeisterin. Ja, ich darf sagen, dass ich das Eckpunktepapier absolut stütze. Ich glaube auch, dass wenn man sich das anguckt und wenn wir, ich mal den Hinweis erlauben darf, die Geduld jetzt aufbringen, wirklich die Details zu klären, weil Verwaltungshandeln ist unheimlich detailliert und wenn man diese Aufgabensortierung richtig macht und entlang der Ordnungsprinzipien, die da in dem Eckpunktepapier stehen, dass man eben eine große Schwäche Berlins behebt, dass überhaupt nicht klar ist, dass, was ministerielle Aufgaben sind, jedenfalls die Hauptverwaltungen sich nicht sehen als Verwaltungen, die ministerielle Aufgaben haben, sondern dass man unheimlich stark operative Aufgaben, kommunale, staatliche, gemeindliche, alles durcheinander gemischt hat, auch teilweise mit diesem Eingriffsprinzip von, wenn es irgendwie besonders wichtig ist, holt sich der Senat, ja? Das ist so ein Rosinenpicken. Und die Stärke des Papiers ist aus meiner Sicht eben darin, dass sie sagt, wir sortieren entlang dieser Ordnungsprinzipien, wie sie in den Flächenländern vielleicht stärker verinnerlicht sind, weil es da echte Kommunen gibt. Und wenn man dann einen Aspekt auch noch mitzieht, außer der Digitalisierung, den Sie ja schon vielfach thematisiert haben, aber eben auch, und das steht ja auch im Eckpunktepapier drin, dass man sich auch die Verfassung angucken muss und dafür möchte ich sehr stark das Wort erheben, weil das zweite große Problem ist, dass sehr oft die Fachverantwortung und die Ressourcenverantwortung nicht übereinliegen und das ist dann praktisch systematisiertes Verwaltungsversagen vorprogrammiert. Alles steht in dem Papier, das ist ein riesengroßer Wurf. Und ich glaube, das Geheimnis ist jetzt zu sagen, gerne einen Zeitplan machen und gerne strukturieren, aber eben nicht, wenn zum Beispiel natürlich das Verhältnis der Senatsverwaltungen untereinander, aber eben auch das Verhältnis Bezirke-Land sortiert wird, da muss man dann schon auch sagen, wenn es darum geht, dann wird da die Diskussion sein und das ist dann nicht Ping-Pong, sondern das ist Klärung und da bin ich froh über alle, die da wirklich bereit sind, so richtig Kernarbeit zu leisten und aber das Potenzial dieses Eckpunktepapiers sehe ich absolut. Ja, das sind bessere Nachrichten, als man sich denken kann. Bevor wir zu einer letzten Runde hier aufs Podium zurückkommen, nochmal die Frage ins Publikum. Gibt es Punkte? Hier ist eine Stellungnahme und hier ist eine und hier ist eine. So, dann haben wir jetzt die Reihenfolge und hier eine. Also fangen wir bei Ihnen an. Hier, das Mikrofon bitte. Hier. Ganz nah.
Thomas Hess vom Grünen Verwaltungsnetz. Das Grüne Verwaltungsnetz gibt es seit 8 Jahren. Es ist ein loser Zusammenschluss von über 100 Beschäftigten in der Berliner Verwaltung, die Mitglied bei den Grünen sind oder der Partei nahestehen. Wir haben im Dezember einen Aufschlag gemacht mit einem sogenannten Update für die funktionierende Verwaltung, das zum Glück, und das macht uns auch ein Stück stolz, Eingang gefunden hat in den Eckpunktebeschluss des Senats. Mir macht total Mut, dass mehrere demokratische Parteien Verwaltungstransformation zu ihrem Thema gemacht haben in diesem Wahlkampf. Das war in den vorigen Wahlkämpfen nicht der Fall. Und ich bin Hartmut dir dankbar für die ganzheitliche Betrachtung, die du aufgemacht hast. Verwaltungstransformation ist ganz viel. Mehrere haben die verschiedenen Facetten angesprochen. Ich will zu einem Punkt kritisch Stellung nehmen, nämlich der Frage, es müsste in diesem Jahr losgehen mit der Beschreibung der gemeindlichen Aufgaben. Ich möchte einen Alternativvorschlag machen und den bieten wir an und wir sind dazu in der beispielhaften Anwendung, zum Beispiel im Politikfeld Gesundheit und Pflege oder ich berate Soziales. Es lohnt sich für meine Begriffe, politikfeldbezogen vorzugehen, weil das, was Frau Remlinger eben gerade auch gesagt hat, das Verhältnis zwischen Senatsverwaltung, strategische gesamtstädtische Steuerung, den operativen Aufgaben auf Landesebene in den Landesämtern und die bezirklichen Aufgaben, das müssen wir gemeinschaftlich mit den Kolleginnen und Kollegen und mit der Politik diskutieren und dann diese Verteilung optimieren. Und das geht nicht in einer horizontalen Betrachtung, wir fangen dann mit den Bezirken an, sondern das geht leichter in einer vertikalen Betrachtung. Und ich glaube auch, die Einbindung der Zivilgesellschaft fällt sehr viel leichter, wenn wir uns verschiedene Politikfelder zuerst vornehmen und es da beispielhaft umsetzen, erfolgreich umsetzen. Und wie motivierend muss das dann sein für alle Beteiligten? Dankeschön. Vielen Dank. Sven Sappelt. Ja, ich kenne das Eckpapier jetzt nicht, ganz Eckpunktepapier nicht im Detail, deswegen hoffe ich, dass meine Fragen oder Hinweise jetzt nicht da ins Selbstverständliche schießen. Abstrakt formuliert funktionieren ja Organisationen aus dem Zusammenspiel zwischen Organisation, Prozessen und Personen. Also wir haben jetzt viel über Strukturen gesprochen, Aufgabenverteilung, Zuständigkeitsbereich und so weiter und so fort. Wir haben noch ein bisschen zu wenig über Prozesse gesprochen, finde ich. Gerade wenn man sich Digitalisierungsprozesse angucke, laufen die ja quer zu den üblichen Strukturen. Das heißt, man braucht in der Regel irgendwie die Abteilungsleitung A und dann braucht man Fachreferenten B und dann braucht man noch den IT-Manager. Das heißt, man hat einen Prozess, der eigentlich über mehrere Abteilungen hinweg und über mehrere Hierarchieebenen hinwegläuft. Und da wird es dann in der Regel kompliziert, weil wenn Abteilungsleiter B nicht will, dass der Mitarbeiter aus der eigenen Abteilung mit dem Abteilungsleiter C direkt spricht, dann ist es eigentlich schon tot. Das heißt, das wäre eine Frage, ob das Papier und der Prozess, das hin, also Ihre Initiative, das hinlänglich berücksichtigt, dass man eigentlich nur über eine Neuorganisation dieser Arbeitsprozesse nachdenken muss und nicht nur über eine Verbesserung, Optimierung dessen, was schon in der Verwaltung, in der bestehenden Funktion funktioniert. Und der dritte Punkt, Personen, was aus meinem Background heraus natürlich so ein bisschen fehlt, ist das Stichwort Kulturwandel. Also das heißt Personen. Es wurde im Rande schon angesprochen, also wir haben es mit Mindsets zu tun, wir haben mit Vorstellungen zu tun, mit Verhaltensweisen, mit bestimmten Kulturen innerhalb der Verwaltung. Ich glaube, auch das muss man zum Thema machen. Und das vielleicht auch als Vorschlag, wenn man sich jetzt überlegt, okay, dieser Prozess, der dauert noch lange, wo kann man jetzt sinnvoll wirklich ansetzen, um Kulturwandel vorwärts zu bringen, dann ist es natürlich das Lernen, also die Lernorte, aber es ist natürlich auch die Personalabteilung. Also mein Vorschlag wäre zu sagen, lasst uns doch mal gucken auf die Personalabteilung, also die Leute, die Ausschreibungen, Formulierungen, Eingruppierungen vornehmen, vorsortieren, wer überhaupt eingestellt wird, und lasst mit denen mal gemeinsam so eine Art Lernlabor zu errichten und die als erste mal auf so einen Kulturwandel mitnehmen, damit die verstehen, dass wir andere Leute brauchen. Wir brauchen die Freien, wir brauchen mehr Eigenverantwortlichkeit, wir brauchen Selbstständigkeit und so weiter und so fort. Das heißt, das wäre ein ganz konkreter Vorschlag zu sagen, lasst uns die Personalabteilungen der Verwaltungen mitnehmen auf so eine Lernreise und die quasi vorbereiten auf diesen Transformationsprozess, dass sie von vornherein andere Leute einstellen. Weil es wurde ja gesagt, wir haben jetzt einen großen Wandel, Leute gehen in Pension, es kommen junge Leute nach und das ist eine Riesenchance. Aber wenn die verpennt wird,
dann haben wir ein Problem. Hier. Ah, jetzt dreht sich das um, was aber auch in Ordnung ist, oder? Sehr gut. Ja, bitteschön. Ja, mein Name ist Christian Matschke, ich bin Vorstand bei der Berlin Chemie AG. Ich würde noch mal gerne etwas aufgreifen, was der Herr Letz gerade gesagt hat, auch von Seiten der Wirtschaft. Wir sind ein Unternehmen, das in über 90 Ländern der Welt unterwegs ist. Wir stehen momentan dramatisch unter Druck. Also wir können reingucken in Inflation, wir können reingucken in Energie, wir können reingucken in Fachkräfte, da komme ich gleich auch noch ganz kurz zu. Also der Druck ist groß. Und wir stehen im internationalen Wettbewerb mit ganz vielen Kontinenten, Firmen, Unternehmen. Und das haben wir mit der Stadt Berlin, wir tragen ja auch den Namen der Stadt Berlin, sogar im Firmennamen, das haben wir mit der Stadt Berlin gemeinsam. Ich glaube, das müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen. Die Stadt Berlin steht im internationalen Wettbewerb mit ganz, ganz, ganz vielen Städten weltweit. Und wir ringen alle um die besten Konzepte. Ich glaube, hier ist ganz, ganz viel gesagt worden, aber es kommt am Ende auf Geschwindigkeit an und auf schnelle Entscheidungen. Auf Geschwindigkeit und dass man ausprobieren darf. Das ist auch hier schon genannt worden. Mir hat das Wort Fehlerkultur ganz gut gefallen und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Fehler gibt. Man muss nur ausprobieren dürfen, ganz schnell. Und dafür müssen wir uns, glaube ich, zwei Dinge nochmal angucken innerhalb der Verwaltungsreform. Auch. Wir brauchen wesentlich schnellere Genehmigungsverfahren. Sonst funktioniert das nicht. Und ich finde das so interessant, wenn ich hier überall höre, also es dauert, was hat die Frau Stoffers gesagt? Ein ukrainischer Flüchtling muss 8-mal seine Daten irgendwo eingeben. Ich könnte jetzt aufzählen, wie viele Überwachungsbehörden für mich zuständig sind. Ich könnte sagen, wir haben hier eine wunderbare Initiative in der Stadt mit den Universitäten gegründet, die heißt GreenChem. Warum haben wir die gegründet? Weil wir Ideen aus der Forschung und Entwicklung hier oder von den Universitäten in Produkte umwandeln wollen. Wenn die Genehmigungsverfahren zu lange dauern, um das umzusetzen, ist es weg. Dann klauen uns, also klauen ist jetzt falsch, aber dann geht das irgendwo anders hin. Also Implementierung von Ideen hat auch etwas mit Geschwindigkeit zu tun. Und mein letzter Punkt sind die Förderung von privatwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Initiativen, das zu verknüpfen. Das wird hier ja auch deutlich, das ist doch eine Riesenchance hier für die Stadt Berlin. Ich habe heute ein ähnliches Gespräch, ich habe jetzt leider Ihren Namen vergessen, ich habe heute ein ähnliches Gespräch über die Gewinnung von Fachkräften geführt, im ganz anderen Zusammenhang. Aber es ging um das Gleiche. Die Frage ist bei der hohen Schulabbrecherquote, oder bei der hohen Quote von jungen Menschen, die wir nicht in den Arbeitsmarkt kriegen, warum auch immer. Das ist ein Riesenpotenzial für die Stadt. Und da müssen wir uns untereinander schneller auch gesellschaftlich vernetzen. Und das muss allerdings schnell gehen. Deswegen, das ist das einzige Wort, was mir hier gefehlt hat. Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Ich habe selber 4 Jahre in Bombay gelebt, die 1,3 Milliarden Menschen in dem Land sind verdammt schnell. Wir stehen im Wettbewerb. Jetzt geht es hier weiter, ich kann Ihnen da nur recht geben. Wir rufen quasi wöchentlich in der Senatsverwaltung an und sagen, wann geht's weiter? Und auch immer mit dem Duktus, wir wollen nicht als Gegner auftreten, sondern wir wollen als Freunde auftreten, um gemeinsam dieses Projekt zu einem Erfolg zu bringen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also keine antagonistische Kollaboration, sondern wirklich eine umarmende Kollaboration. Das muss aber auch angenommen werden. Bitte schön. Also da kann man gleich anknüpfen. Also eins, man kann es natürlich mit dem Ausland vergleichen, da wird es ganz kompliziert. Aber es ist ja nicht so, dass es in Deutschland nicht funktionierende Verwaltung gibt. Haben Sie gesagt, in Essen, wenn wir bei Corona Brandenburg erlebt haben, da waren alle Behörden erreichbar, da habe ich überall Kontakt gekriegt. In Berlin war es schwierig. Unsere Kunden sind Maler, die haben keine Genehmigung gekriegt, Gerüst aufzustellen und sonst was alles. Da gibt es 100.000 Beispiele. In Brandenburg hat es funktioniert. Es sind auch keine anderen Menschen. Das heißt doch, daraus können wir schon mal schließen, wir müssen ein strukturelles Problem haben. Das haben Sie ja in verschiedenen Ebenen gemacht. Das ist wahrscheinlich
die Differenz Bezirk-Senat. In dem Ausschuss Funktionierende Stadt, wo wir im DITZ waren, habe ich festgestellt, dass also die politischen Parteien bei dem Thema tatsächlich Konsens haben. Da gibt es anscheinend keine große Differenz. Ich sehe eher Verzweiflung. Die Politiker wissen nicht, was sie tun sollen, um das in die Verwaltung zu kriegen. Die Verwaltung weiß nicht, wie sie mit umgehen soll. Und wenn wir Digitalisierung, hört sich ja so hoch an, wenn dann vom DITZ gesagt wird, dass nur 40% der Telefonapparate in diesem gemeinsamen System von der DITZ drin sind, wird es schwierig, simple Sachen zu machen. Dann hat der eine einen Fax, der andere macht per Brief, der eine hat schon E-Mail. Das ist natürlich absurd. Und da gibt es einen Berlin-PC. Den haben 15% der Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung. Wie will ich jemals, was wir alle fordern, eine einheitliche Struktur hinkriegen, wenn jeder auf einer anderen Kiste rumhackt und ein anderes Programm drauf hat? Und da habe ich gemerkt, da kommt dann wieder Verharrungsvermögen. Jeder sitzt in seiner Position, es wird nicht kommuniziert. Ich sage, sag mal, habt ihr beim DITZ Verkäufer, so Außendienstler, die in die Verwaltung gehen und sagen, oh, guck mal, der ist so geil, der Berlin-PC, was machen wir da? Und da haben die gesagt, nee, der kommt, nee, sowas machen wir nicht. Und die Leute, die aus der Verwaltung kamen, ja, wenn die mal gekommen wären, hätte ich mich wahrscheinlich bewegt. Das heißt also, wir haben da ganz tatsächlich, was Sie auch sagten, Prozessdinge und Kommunikationsthemen, die uns das wahrscheinlich dann ermöglichen, dass wir überhaupt mal in große Themen wie die große Digitalisierung und andere Prozesse kommen. Also da muss man wirklich ganz klein einsteigen und sehen, wie wir zusammenkommen. Was ich feststelle ist, auch die, alle Mitarbeiter, die ich da kennengelernt habe, die in der Verwaltung waren, die wollen alle. Die sind motiviert. Aber die müssen wir eben, was ihr auch sagt, die müssen wir eben zusammenkriegen. Und da ist der Ansatz, pragmatischer Ansatz, sowas ist gut. So wie wir es mit der IHK eben auch machen, versuchen praktische Beispiele umzusetzen, Best Practice und dann das Ganze weitermachen. So, letzte Wortmeldung. Michael Gamer, ehemaliges Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Ich beglückwünsche die Stiftung Zukunft Berlin für diese spannende Veranstaltung und möchte mich auch bei Ihnen, Herr Bäumer, für die klugen und ausgewogenen Worte zur Einleitung bedanken. Gestatten Sie mir, dass ich an zwei Stellen etwas deutlicher werde, um vielleicht die Diskussion etwas anzuregen. Lorenz Marold ist leider heute Abend nicht da, aber vor einigen Wochen stand im Tagesspiegel zu lesen, dass im Bezirk Tempelhof-Schöneberg 20% der Planstellen nicht mehr besetzt werden können. Wenn Sie dann noch den Krankenstand, den zweistelligen Krankenstand draufpacken, bedeutet das, dass ein Drittel der Bezirksverwaltung nicht mehr stattfinden. Und das ist eine neue Qualität. Wir hatten uns daran gewöhnt, dass politische Prozesse oftmals sehr lange dauern, weil die Bezirksämter oft politisch anderer Meinung sind als der Senat. Wir hatten uns auch daran gewöhnt, dass Prozesse in den Bezirksverwaltungen, vor allem Genehmigungsprozesse, lange dauern, weil die Führungskultur durch schlecht qualifizierte Führungskräfte unterirdisch ist und der Krankenstand eben, wie gesagt, zweistellig ist. Aber dass jetzt ganze Bezirksverwaltungen oder zumindest zu einem Drittel nicht mehr stattfinden, das ist eine neue Qualität und das bedeutet, es drängt mit der Verwaltungsreform in zwei Punkten vor allem, strukturell und personell. Strukturell. Herr Gamer, ich bekomme überall Zeichen, dass wir auf die Zeit achten müssen, weil wir aus dem Raum wieder rauskommen. Zwei Punkte, ganz schnell, eine allerletzte Wortmeldung und dann gibt es ganz kurzes Ende hier noch. Ja, also strukturell, es geht nicht darum, die Bezirke abzuschaffen oder ihnen die Aufgaben zu nehmen, aber es muss ihnen die Möglichkeit genommen werden, den Senat zu blockieren. Das ist ganz wichtig. Der Träger des kommunalen Selbstverwaltungsrechts ist der Senat und der Senat muss die Möglichkeit haben, in gesamtstädtischen Belangen sich auch durchzusetzen. Und es kann nicht sein, dass in den Bezirken
Dinge, die politisch auf der Hauptverwaltungsebene entschieden sind, dann nochmal politisch neu aufgemacht werden, sondern da sind die, haben die Bezirke die Aufgaben, es umzusetzen. Ich glaube, wir haben das heute schon etwas komplexer besprochen. Deswegen würde ich gerne zur letzten Wortmeldung übergehen, um dann hier auch die Zeit einzuhalten. Können wir ein Mikrofon haben? So, es kann sich nicht darum drehen, die Bezirke abzuschaffen, sondern ganz im Gegenteil, die Bezirke zu stärken, damit sie richtig sprechen können. Das ist ja das, was wir vorher ausgeführt haben. Letzte Wortmeldung. Also, geht auch ja. Ganz schnell. Mein Name ist Stefanie Odenwald, ich komme aus der beruflichen Bildung, Gewerkschaft, Erziehung und Wissenschaft. Ich möchte eine Frage loswerden. Ist das Eckpunktepapier schon online zugänglich, also der Öffentlichkeit übermittelt worden? Sehr wichtig für die Diskussion. Das Zweite ist, bei so einer Verwaltungsreform müssen natürlich die Beschäftigten auch mitgenommen werden. Man sollte externe Beratung nicht für ein Allheilmittel halten. Ich erinnere da an Ursula von der Leyen und das Thema Bundeswehr. Da ist viel Geld ausgegeben worden mit wenig Effekt. Also das als Bemerkung noch dazu. Das Papier ist online erhältlich und genau diese Zusammenarbeit suchen wir ja auch, indem wir mit Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreterinnen sprechen, um genau diesen Kulturwandel, der immer wieder angesagt wurde, umzusetzen. Ganz kurze letzte Runde vom Podium aus. Thomas. Also ich gehe optimistisch hier raus. Erstens, weil der regierende Bürgermeister das zur Chefsache gemacht hat und gesagt hat, er will sich an dem Thema messen lassen. Wir haben nur 3 Jahre, deswegen wird er Volldampf reingehen. Zweitens, weil aus der Bezirksebene kommt, dass das Eckpunktepapier gut ankommt und weiter verfolgt wird, stimmt mich optimistisch. Und drittens, dass wir weiter Dampf machen werden, das Thema am Laufen halten werden und deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einem Jahr wieder hier sind und Erfolge haben, glaube ich, ganz gut ist. Sehr gut. Tobias Nöfer. Ja, vielen Dank. Ich finde das ja sehr wichtig, dass wir das irgendwann kommunizieren. Da stimme ich Ihnen völlig zu. Die Bevölkerung muss mal, die Berlinerinnen und Berliner müssen mal wissen, worüber wir hier reden. Ich fand es richtig, dass wir das kompakt gemacht haben, auch erstmal intern gemacht haben, weil alles, was Herr Bäumer erzählt hat, ist wahrscheinlich für die normalen Leute zu kompliziert. Aber vielleicht, Herr Gehl, fällt Ihnen ja noch ein toller Name dafür ein, für das, was Sie hier machen. Wir müssen das benennen und den Leuten erzählen, was wir da tun, wie wichtig das auch ist. Und vielleicht noch ein letztes. Ich wäre stark für eine Priorisierung, weil ich zum Beispiel, wenn ich höre im Baubereich, wir kämpfen jetzt um digitale Bauanträge, darum geht es nicht. Ich meine, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir digital arbeiten. Das ist alles. Wir brauchen vor allem die Genehmigung, egal ob digital oder auf Papier. Markus Krause. Ja, ich wünsche mir und bin da auch im Moment zuversichtlich, dass wir von der relativ konkreten Ebene, auf der wir jetzt gerade sind, mit vielen Beteiligten, auch aus Politik, aus Verwaltung hier, die Verbände, von dieser relativ konkreten Ebene nicht wieder uns entfernen in Richtung abstrakte und übergeordnete Ebene, denn auf der ist alles gesagt. Wir müssen im Gegenteil sogar noch konkreter werden, und unsere Vorhaben umsetzen. Dankeschön. Hartmut Bäumer. Ja, ich werde jetzt mal ganz konkret und spreche nochmal den Herrn von der Chemie, Berlin Chemie an. Mich hat das seit Jahrzehnten auch in meinen früheren Tätigkeiten beschäftigt und wir haben es hingekriegt, in anderen Behörden die Genehmigungszeiten bis zu 50% zu drücken. Gerne können wir darüber noch in Zukunft gleich noch mal konkreter sprechen. Das ist möglich, das bedarf aber eines gewissen Kulturwandels und wenn wir den alle mit anschieben, dann ist es gut. Denn die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an denen liegt es nicht so sehr. Ganz hart gesagt, stinkt der Fisch vom Kopf her. Das heißt, nur wenn wirklich die Führungspersonen wissen, was sie wollen und dann wirklich mit den Kolleginnen und Kollegen das umsetzen, dann klappt es. Danke. So, wir sind fast zu Ende, aber Richard Meng wird in seiner unvergleichlichen Weise das Ganze noch abbinden, zusammenfassen und so formulieren, damit wir auch damit richtig politisch arbeiten können. Denn das ist das Ziel, das zur Politik zu bringen. Sehen Sie, da wird die Unvergleichlichkeit einem schon als Ruf vorausgeschickt. Ich will in ein paar kurzen Punkten eine Zusammenfassung versuchen, wobei das eine subjektive ist natürlich.
Ich würde als ersten Punkt sagen, auf den Umsetzungspfad kommt es an. Dieser Begriff war heute Abend wichtig. Und ein Pfad hat einen Anfang, aber er hat auch ein Ziel. Und da haben wir eigentlich das Visionsthema mit abgearbeitet. Es braucht einen Pfad, auf dem man ist, wo man weiß, auf welchem Pfad man ist. Und vielleicht auch einen Zeitplan, wann man da sein will. Das Wort kam ja vorhin. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, das wird immer wieder gesagt, aber es ist richtig, die ganze Gesellschaft muss mitgenommen werden. Möglichst die ganze Gesellschaft. Das ist unser Anspruch. Unser Anspruch ist nicht, sie zu vertreten, sondern sie zu Wort kommen zu lassen. Und daran entwickeln wir uns auch weiter im Laufe der Jahre. Es war wieder mal eine Diskussion, in der es am Ende auch um die Glaubwürdigkeit der Debattierenden geht. Und ich denke, das nehmen wir mit, dass wir an der Stelle weiter dranbleiben. Aber es ist eben auch wieder mal so gewesen, und das finde ich ist das Positive, wenn man das eine sieht. Hier ist wieder mal diskutiert worden über die jeweiligen Bubbles hinaus. Und das ist etwas, was nicht nur in der Stadt, aber auch in der Stadt oft fehlt. Dass wir nämlich in unseren eigenen Runden bleiben. Und hier ist sehr quer durch die Stadtgesellschaft diskutiert worden. Das ist die Qualität dieses Forums. Und die lassen wir uns auch von niemand kleinreden, auch nicht in der richtigen Diskussion, dass die ganze Gesellschaft einbezogen werden muss. Der dritte Punkt, darauf hat mich Herr Gehrl gebracht, Berlin muss sich was zutrauen, gerade weil Berlin in der internationalen Konkurrenz steht. Das macht sich fest an großen Veranstaltungen, immer sehr symbolisch, ja. Und da will ich gar nicht sagen, welche mir lieber ist von denen, die in der Debatte sind. Ich wünsche sie mir möglichst alle. Aber wir müssen uns dann auch zutrauen, etwas aus Veranstaltungen zu machen. Und das gilt für viele, viele andere Themen auch. Also selbst zutrauen. So, und der vierte Punkt sind wir bei der Verwaltung. Da muss dieses Jahr etwas passieren. Das haben alle gesagt. Ich hoffe sehr, dass unsere Gruppe, die ja doch so viel Druck schon aufgebaut hat, und mit unseren Partnern, dass wir sehr schnell jetzt ein Gespräch mit der neuen Staatssekretärin haben und dass es sehr schnell sowas wie einen Arbeitsplan für dieses Jahr gibt. Sie wollte übrigens und sollte und wollte heute Abend auch dabei sein. Sie hat eine Dienstreise. Das ist heute, hat halt nun mal nicht geklappt. Aber das werden wir sehr schnell haben, das Gespräch. Und es muss dieses Jahr noch das passieren, was einfach gesetzlich, also unterhalb der Ebene der Verfassungsänderung, möglich ist. Es muss zumindest begonnen sein und es muss klar sein, was wie geändert wird. Sonst fangen wir wirklich von vorne an. Und ich habe ja vorhin erwähnt, in 3 Jahren ist wieder Wahlkampf. Das Zeitfenster ist dieses Jahr für die Planung, was wir anpacken, auf dem Pfad. Das war der vierte Punkt. Und den fünften Punkt will ich eigentlich nur in wenige Sätze gliedern. Blick auf uns selbst. Der erste Satz, Zivilgesellschaft gibt den Ton an. Nochmal Friederizi. Bitte im Herzen mitnehmen. Die Zivilgesellschaft gibt den Ton an. Zweiter Satz, wir teilen uns die Rolle der Impulsgeber. Das kam vorhin aus der Politik und das möchte ich auch unterstreichen. Wir wollen niemandem eine Rolle abnehmen. Wir teilen sie. Wir sind Forum und Impulsgeber. Das ist die Rolle des Berlin-Forums. Und ich glaube, wir haben heute da wieder einen Schritt weiter gemacht. In diesem Zusammenhang wird es auch ein Ergebnispapier geben. Das bekommen Sie hoffentlich Anfang der Woche schon. Wir müssen natürlich jetzt erstmal auswerten, wie waren die Argumente, wie lässt sich das in Worte fassen. Aber wir wollen hier nicht nur miteinander reden, wir wollen auch Ergebnisse festhalten. Wir werden ab morgen an dem Ergebnispapier arbeiten und Sie werden dies erhalten. Und ich bitte Sie herzlich dann auch, nicht nur zu gucken, ist mein Argument da drin, sondern bitte auch das, was Konsens war, nach außen tragen. Denn nur dann funktioniert es. Wir werden das nächste Berlin-Forum im September haben. Nach jetzigem Stand ist der Themenschwerpunkt der Themenbereich Armut und Wohnen. Wir wollen das zusammen sehen, weil es ein gemeinsames Thema ist. Und wir werden wieder an der Stelle beim Umsetzungspfad sein.
nicht beim bei der Erkenntnis alleine. So, und der ganz allerletzte Punkt, ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Es gibt noch was Weniges draußen, ein Gläschen zu trinken und ein bisschen was zu essen. Nutzen Sie vielleicht die Gelegenheit, bubbleübergreifend noch ein bisschen nachzubereiten. Und wenn man schon während der Veranstaltung ein Kompliment bekommt, Dankeschön, dass es spannend war, ich teile diese Einschätzung, dann wird da auch, glaube ich, was für die Zukunft. Ich freue mich darauf, viele von Ihnen im nächsten Berlin-Forum wiederzusehen und danke Ihnen fürs Engagement heute Abend.